Sehr verehrte Freunde, hallo und herzlich willkommen zu, ja, der fast schon jährlichen Harry Potter Review, kann man, denke ich, sagen. Ich glaube nämlich, die letzte Harry Potter Review zu Harry Potter und der Orden des Phönix war, ich glaube, im Januar 2021. Ja, also ich habe es irgendwie nie geschafft, da konstant weiterzumachen. Ich habe ja nämlich angefangen, ich glaube, bevor Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen in die Kinos kam, ja, und da wollte ich eigentlich alle schnell durchballern. Vor Grindelwalds Verbrechen, ich meine, das war so ungefähr der Plan, weil ich da halt alle Filme nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder gesehen hatte. Ja, dann sind es glaube ich nur die ersten zwei geworden, die ich da direkt geschafft hatte. Und ab da kam so in den letzten 3,5 Jahren, ja, gefühlt im Jahresrhythmus fast schon nur eine Harry Potter Review, weil es ja sich irgendwie nicht ergeben hat, sage ich mal. Allerdings möchte ich jetzt das ein bisschen mehr durchziehen, aber ich glaube, das habe ich dir schon die letzten zwei Reviews gesagt, nämlich zum Feuerkelch und zum Orden des Phönix. Ich glaube, da habe ich genau dasselbe gesagt wie so, ja, ich will das jetzt hier ein bisschen schneller durchmachen, hier jetzt mal ein bisschen konstanter. Deswegen weiß ich nicht, ob mir das dieses Mal gelingen wird. Ich möchte es eigentlich machen, weil ich möchte, bevor ich Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, 3, der ja jetzt in den Kinos gestartet ist, ja schon vor einiger Zeit, gucke, möchte ich jetzt eigentlich diese Review-Reihe wirklich beendet haben, sagen wir es mal so, weil es jetzt nicht mehr so viele Harry Potter Filme sind und ich natürlich auch nochmal beide Fantastische Tierwesen Filme vorher noch einmal angucken möchte, weil ich habe die nur einmal gesehen, halt den ersten Tierwesen Film nicht mal im Kino, den habe ich mir auf Blu-ray gekauft, um den halt gesehen zu haben, bevor ich zu Grindelwalds Verbrechen ins Kino gehe und ja, im Kino halt Grindelwalds Verbrechen einmal und das war's tatsächlich. Ich habe nicht mehr so viele Sachen, Plot-Details, sage ich mal, die vielleicht wichtig sein könnten, also die über die grobe Handlung beider Filme hinausgeht, sage ich mal, im Kopf und deswegen muss ich die auf jeden Fall rewatchen, bevor ich da ins Kino gehe und da es jetzt nicht mehr so viele Harry Potter Filme vorher sind, will ich das jetzt eigentlich so, ja, ein bisschen beschleunigt da durchziehen, aber ob mir das gelingt oder ob jetzt wieder mal für ein Jahr Funkstille ist, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen, aber ja, ich würde mal sagen, das auf jeden Fall dazu und eine Sache, die mir ganz wichtig ist, jetzt noch zu sagen, denn da habe ich tatsächlich vor gar nicht mal allzu langer Zeit noch einen Kommentar unter der Orden des Phönix Review bekommen, wo sich jemand wegen Spoilern beschwert hatte und deswegen möchte ich jetzt auch einmal sagen, das ist hier natürlich für alle, die jetzt hier dieses Video random gucken sollten und halt eben nicht Harry Potter und die Heiligtümer Todes kennen. Ja, Spoilerwarnung, provisorische Spoilerwarnung. So, muss nicht sein, dass ich irgendwas aus Heiligtümer Todes hier erwähne, aber das kann halt auch gut sein, dass ich es einfach tue. Weil ich weiß es noch nicht genau, ob ich da spontan irgendwas zu sage. Ich würde nur gesagt haben, nur eine Spoilerwarnung rausgegeben haben, damit sich niemand mehr beschweren kann, weil die Beschwerde ist natürlich berechtigt. Man kann nicht unbedingt bei einer Review für den 5. Film von der Reihe, muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass dann auf einmal Sachen aus den Teilen danach gespoilert werden. So, das tut mir leid dann im Nachhinein, dass ich das da scheinbar nicht angesagt habe und da scheinbar für jemanden irgendwas gespoilert habe. Ich weiß nicht, was es ist. Das war, glaube ich, nur eine Beschwerde, die er bekommen hatte. Deswegen einmal diese Warnung. Ja, wie wird das Ganze hier ablaufen? Ich glaube, ich hatte mit Orden des Phönix angefangen. Also ich hatte, glaube ich, die ersten 4 Reviews, das ist halt schon wieder so lange her, ich weiß das gar nicht mehr so richtig, irgendwie ein Konzept, dass ich nur so ein paar Szenen besprochen habe, ein paar Hintergrundinformationen zum Film noch rausgehauen habe oder so. Halt solche Dinge. Ich hatte da wirklich eine, ja, kompaktere Struktur drin, sage ich mal, aber ich glaube, mit der Orden des Phönix habe ich das über Bord geworfen und dann einfach mal komplett über alle Szenen des Films gesprochen. Oder kann auch schon sein, dass das schon mit Azkaban gewesen ist. Weiß ich tatsächlich nicht, aber das ist auch heute mein Plan, dass wir einfach jede einzelne Szene aus diesem Film einfach mal recht schnell durchgehen, über den ganzen Film hier einmal gesprochen zu haben, denn die paar Leute, die Handvoll Leute, die sich diese Videos hier anguckt, die tut das eher als Podcast und ich denke mal, da ist es dann nicht schlimm, wenn das Video, ja, eher 30, 40 Minuten geht, statt 15, 20, sage ich mal so, und deswegen, ja, würde ich mal sagen, legen wir los. Ja, Harry Potter und der Halbblutprinz, wer zufällig noch meine anderen Reviews im Kopf haben sollte, warum auch immer, der weiß, dass das tatsächlich ein Film war, wo ich das Buch vorher gelesen hatte, denn noch einmal als kurzes Recap, ich hatte halt bei den ersten 4 Filmen den Film zuerst, oder bei den ersten 4 Harry Potter Teilen, den Film zuerst geguckt und dann halt erst angefangen die Bücher zu lesen und ab Orden des Phönix quasi kannte ich immer das Buch schon, bevor ich den Film geguckt habe, was natürlich auch meine Sichtweise auf die Filme ein bisschen beeinflussen könnte, aber was die Bücher angeht, ich habe sie halt vor 10 Jahren oder so zum letzten Mal gelesen, habe sie insgesamt 2 oder 3 Mal gelesen, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Mal waren, ich glaube eher 2 Mal, aber 3 Mal kann auch sein, aber ich erinnere mich an so gut wie gar nichts mehr tatsächlich aus den Büchern und deswegen, ja, ist das hier wiederum eine reine Betrachtung des Filmes. Es sind wirklich nur ein paar Szenen aus den Büchern, die mir noch im Kopf geblieben sind, wie zum Beispiel die ganzen Sachen mit der
Küche der Hauselfen aus Harry Potter der Feuerkelch, die man jetzt auch in im neuen Videospiel, was kommt, tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal sieht, was ganz interessant ist. Spiel werde ich mir wahrscheinlich nicht sofort holen, eher wenn es ein bisschen billiger ist, ein bisschen später. Aber früher oder später muss ich da auf jeden Fall reinschauen. Gibt ja eine große Kontroverse von Leuten, die es nicht so gut finden, wenn man das Ganze unterstützt, wegen halt sehr schwierigen Aussagen von J.K. Rowling. Und ja, ich finde es halt schwachsinnig, dass man Leute dafür kritisiert, weil sie Kram zu einem Universum, was sie lieben, halt eben, was so viel größer ist als J.K. Rowling selber inzwischen, ja, einfach nur kaufen wollen, erleben wollen, so. Finde ich schwachsinnig, dass man da die Leute angreift, die sich das Spiel holen oder generell Harry Potter canceln wollen, denn Harry Potter ist so viel mehr als halt eben nur J.K. Rowling. So, ich bin ja J.K. Rowling auch sehr dankbar, dass sie diese Welt erschaffen hat, das auf jeden Fall, aber trenne da halt generell auch zwischen Werk und Künstler. Oder in dem Fall halt eben Künstlerin und distanziere mich natürlich auch klar von den Aussagen, die J.K. Rowling zum Teil da trifft. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall vorher gesagt haben und jetzt gehen wir rein. Harry Potter und der Halbblutprinz ist tatsächlich der Film, ja, wo ich mich quasi dran erinnern kann, dass der gerade rauskam oder dass ich wirklich bewusst bemerkt habe, oh, jetzt kommt gerade ein neuer Harry Potter Film ins Kino. Ich wusste, Harry Potter war eine Sache, so, meine Schwester war riesen Harry Potter Fan und deswegen wusste ich halt, ja, Harry Potter existiert. Ich weiß nicht, ob ich da schon Kammer des Schreckens mal gesehen hatte, was mein erster Harry Potter Film, glaube ich, gewesen ist. Aber da habe ich halt wahrgenommen, okay, jetzt gerade kommt ein neuer Film raus. Deswegen hat sich dieser Titel Harry Potter und der Halbblutprinz, weil ich da auch das ganze, die ganze Werbung, die dann so im Fernsehen lief und so halt mitbekommen habe. Oder was ich auch noch weiß, irgendwie bei Logo, die Welt und ich, diesem Kika-Nachrichtensender, wurde auch darüber gesprochen, so. Deswegen hat sich dieser Titel Harry Potter und der Halbblutprinz so komplett eingebrannt, irgendwie damals in meinen Kopf. Und ich glaube, das war dann auch so der Punkt, wo ich so, ja, ein bisschen mehr Interesse so aktiver an Harry Potter, glaube ich, gezeigt habe. Beziehungsweise wo Harry Potter mehr in mein Gedächtnis wieder gerückt ist, nachdem ich halt davor ja schon wusste, dass es existiert. Aber da ist es so immer mehr auf der Landkarte erschienen. Und dann ging es halt irgendwann so los, dass ich dann halt auch den ersten, dritten und vierten Film gesehen hatte. Und dann halt, als ich dann in die fünfte Klasse kam und wir da halt in der Bibliothek alle Bücher hatten, ich dann angefangen habe, einfach die Bücher zu lesen. Ja, und ich würde mal sagen, genug gelabert hier jetzt am Anfang. Wir kommen jetzt einfach mal direkt zum Film und fangen an. Wir haben nämlich eine wirklich geile Intro-Sequenz. Also Intro-Sequenzen, das haben die Harry Potter-Filme einfach mal drauf. Boah, ich weiß gerade nicht, ob ich sie aus dem Kopf gerade alle zusammenkriege. Also Harry Potter und der Stein der Weisen haben wir, wie Harry von den Dursleys abgeholt wird. Legendär, kann man nichts zu sagen. Was war jetzt gerade nochmal die Intro-Szene von Harry Potter und die Kammer des Schreckens? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe es vergessen. Und das, obwohl es mein zweitlieblings-Harry Potter-Film ist. Verdammt. Ja gut, ich habe den Film auch vor jetzt inzwischen fast schon wieder, ja, vor 3,5 Jahren zum letzten Mal gesehen. Halt eben, als ich einen Harry Potter Rewatch halt eben gemacht habe vor Fantastische Tierwesen 2. Deswegen weiß ich gerade nicht mehr, was die Eröffnungsszene von Harry Potter und die Kammer des Schreckens war. So, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ging der Film ja los mit Harry Potter, der unter der Decke ist und die ganze Zeit so Lumos sagt und Onkel Vernon guckt die ganze Zeit rein. So, sehr geil war die Anfangsszene vom Feuerkelch halt natürlich auf diesem Friedhof, wo der Muggelhausmeister von Voldemort ermordet wird. Sehr ekelhafte Szene. Ja, in Harry Potter und der Orden des Phönix, was war es da? Boah, Mann, den Film habe ich vor einem Jahr zuletzt gesehen für die Review. Wie kann das sein, dass ich die Eröffnungsszene da jetzt gerade nicht zusammenbekomme? War das dann nicht so ein Zusammenschnitt von so Zeitungsartikeln und so, die halt schon direkt diese Sache mit, ja, Dumbledore und Potter voll die Lügner und so, aufbauen? Ich meine, das war etwas in der Richtung. Es tut mir leid. Auf jeden Fall liebe ich diese Intro-Sequenz in Harry Potter und der Halbblutprinz, wo einfach mal die Todesser quer durch London schwirren, die Winkelgasse komplett zersiegen, und sie hier Dings, da sieht man auch zum ersten Mal auch, glaube ich, Greyback, das ist ja der... Ist es der erste Werwolf? Irgendwie so etwas in der Richtung war es ja. Ein wichtiger Werwolf war, das weiß ich gerade noch so aus den Büchern, weil in den Filmen wird das ja nie erwähnt so. Der hieß doch Greyback, oder? Ich meine schon, dass er Greyback hieß. Ja, ich habe es jetzt auch im Skript geschrieben. Genau, Greyback hieß der Gute. Beziehungsweise, der hatte auf jeden Fall Lupin gebissen. So war das, glaube ich. Das ist noch so ein kleiner Fetzen, an den ich mich noch aus den Büchern gerade so erinnern kann. So, den sah man hier, glaube ich, zum ersten Mal in der Szene. Und sie entführen eine Person. Ich meine, das war Ollivander. Ich habe jetzt gerade tatsächlich am Anfang des Films hier gerade nicht drauf geachtet, aber ich meine, mich gerade erinnern zu können, dass es Ollivander war, weil ja auch später im Film dann gesagt wird, oh, Ollivander ist auch weg. Und wir wissen ja aus Heiligtümern des Todes, dass Ollivander entführt wurde. Deswegen war das er, glaube ich, auf jeden Fall richtig bedrohlich, wie die einfach in diese wirklich so davor immer, ja, diesen fröhlichen
magischen Ort Winkelgasse eindringen. Alles ist düster von der Atmosphäre. Das ist wirklich absolut perfekt und passt halt wunderbar zu diesem, ja, Schema, dass die Harry Potter Filme von Film zu Film immer dunkler vom Color Grading werden und immer düsterer generell, wie sie sich anfühlen. Tolle Eröffnungsszene, die doch gezeigt hat, okay, auch die Muggelwelt ist nicht sicher, das ist kein Zaubererproblem so. Das wird auch für die Muggel, wenn hier Voldemort wirklich an die Macht kommt. Ganz, ganz doof. Und ja, dann haben wir die erste Szene von Harry und das ist eine komplett weirde Szene. Diese ganze Szene von Harry, der da in diesem Café hockt, was trinkt und dann von dieser Kellnerin angebaggert wird, komplett random. Ich weiß nicht, ist sie nicht auch irgendwie so ein paar Jährchen älter als er? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie alt die Schauspielerin ist, aber wirkt auf jeden Fall ein bisschen älter auf mich. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, ob die Szene auch so im Buch vorkam. Aber ich finde sie komplett weird. Aber was wirklich cool ist, wie Dumbledore hinter diesem Zug spawnt, so, das ist ein geiler Entrance, passt zu Dumbledore. Und dann haben wir diese ganze Rekrutierung von Horace Slughorn, der ja wirklich ein amüsanter Charakter ist, würde ich mal meinen. Ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Und es ist schon fast legendär. Der Typ verkleidet sich einfach als ein fucking Sessel. Wie cool ist das, bitteschön? Also, es ist eigentlich gar nicht cool, es ist einfach witzig, aber ich feiere es. Und hier mal wieder ein Fetzen aus dem Buch, an dem ich mich erinnern kann. Das war ja auch in diesem Schuljahr, wo dann, glaube ich, das ist ja im Film gar nicht behandelt, aber hier appariert ja Dumbledore mit Harry tatsächlich halt eben zu Slughorn und es wird gesagt, es ist das erste Mal, dass er appariert ist. Ich weiß gar nicht, ob apparieren schon mal in Filmen davor erwähnt wurde, aber ich meine, dass da die Unterrichtsstunden auch öfter gezeigt wurden im Buch, wie die Schüler dann apparieren lernen. Und dass da einige interessante Szenen bei waren, an die ich mich nicht mehr ganz erinnere. Aber ich weiß auch, ich hatte Spaß mit diesen Szenen im Buch auf jeden Fall. Genau. Und was ich dann so ein bisschen merkwürdig finde, okay, sie sind jetzt da in diesem, ja, Muggelzimmer, haben gerade Slughorn gefunden, der sich ja ganz amüsant verkleidet hatte. Aber da hat er trotzdem so perfekt in einer Reihe diese Bilder von seinen Lieblingsschülern stehen, so, obwohl er immer nur so eine Woche bei so einer Muggelfamilie bleibt. Das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch, aber okay, Zauberer haben so etwas sehr schnell ein- und ausgepackt. Und man muss ja auch sagen, Dumbledore hat ja davor gerade alles wieder aufgeräumt. Vielleicht stehen die auch nur deswegen gerade da so schön rum. Wo man sich durchaus fragen könnte, würde Slughorn die einfach irgendwo hinschmeißen, so schätze ich ihn auf jeden Fall nicht ein. Aber finde ich witzig und etabliert damit auch sofort, was für einen Charakter wir haben. Und Slughorn ist halt einfach ein lustiger Zeitgenosse mit seinem Club an Lieblingsschülern, den er sich da aufmacht, worüber wir ja auch noch sprechen. So, ich finde ihn schon absolut witzig und ich finde auch Dumbledore wirklich genial geschrieben wieder mal. Ja, wie er wirklich perfekt weiß, wie er Slughorn nach Hogwarts bekommt und wie er dann auch später weiß, wie er ihn da weiter bearbeitet, damit er ihm früher oder später diese eine Info, die er unbedingt braucht, gibt. Also Dumbledore ist wirklich toll geschrieben, finde ich super. Und auch diese lustige Szene, wo er noch fragt, kann er, ob er diese Zeitschrift da behalten kann. Ach ja, Dumbledore glänzt hier in diesem Film auf jeden Fall wieder. Mir gefällt es. Und dann haben wir die Ankunft vom Fuchsbau und ich liebe dieses ganze Treppengespräch, wenn Ginny so merkt, oh, hier sind Harrys Sachen. So, Hedwig ist da und Mom, ist Harry da? Und man dann einfach dieses Treppenhaus von unten nach oben halt filmt und da Molly Weasley rausguckt, so, wie, was, Harry? Nein, der ist gar nicht da. Und dann Ron noch so, wie, was, wo ist Harry? Und Hermine kommt ja, glaube ich, auch noch dazu, von noch weiter oben so. Also, ich liebe erst einmal den Fuchsbau und ich liebe es auch, wie, ja, draufgebaut auf dieses normale Haus, dieses Treppenhaus ist. Der Fuchsbau sieht einfach, er ist Perfektion für das, was er sein soll. Und dieses Gespräch ist einfach nur wunderschön und fühlt sich auch so ein bisschen wie nach Hause kommen an, in dieses magische Haus, was anderes ist es ja nicht. Und ich finde es auch cool, wie es einfach okay ist. So, Harry kommt so spontan mit seinen Sachen und es ist so für alle komplett okay. Alle freuen sich. Ich mag es einfach, wie diese Charaktere miteinander interagieren. Und was allerdings ein bisschen weird ist, diese vorsichtige Begrüßung mit Ginny. So, ja, über die Beziehung von Harry und Ginny kann man ja auch noch einiges sagen in diesem Film, wie man die denn findet. Ich denke mal, da werden wir in den entsprechenden Szenen auch so kommen. Das hier war so ein bisschen die erste von einigen. Und dann wird quasi der Nebenplot des Films, neben dem ganzen Harry-Plot, sage ich mal, aufgebaut, nämlich diese Mission von Draco Malfoy, angefangen halt eben mit diesem Gespräch von Narcissa Malfoy bei eben Severus Snape mit Bellatrix Lestrange. Die beiden waren ja Schwestern, was ich auch ziemlich cool finde. Und haben wir Narcissa im Orden des Phönix schon mal gesehen oder war das der erste Auftritt der Schauspielerin in dieser Rolle? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Ruhe und Frieden auf jeden Fall in die Schauspielerin. Die ist ja, glaube ich, letztes Jahr oder so verstorben. Ja, also haben wir in der Szene quasi
zwei von drei Schauspielern, die nicht mehr am Leben sind. Und da kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Schauspieler auf jeden Fall, den ich auch schon erwähnt habe. Beziehungsweise, ich kann es einfach jetzt sagen, weil thematisch passt natürlich, der Schauspieler von Greyback, der ist ja auch tot. Generell habe ich das Gefühl, dass irgendwie bei den Harry Potter Filmen die Todesrate voll krass ist irgendwie. Weil bei so anderen Filmen, die so zu diesen Zeiten entstanden sind, wie zum Beispiel der Herr der Ringe Trilogie, da sind jetzt nicht so viele Leute tot. Ich meine, klar, Christopher Lee ist gestorben oder Ian Holm. Ich sag Ian oder Ian Holm, ich bin mir gerade nicht sicher. Also die Schauspieler von Saruman und dem alten Bilbo. Aber die waren halt eben relativ alt, sag ich mal. Da ist es so, ist doof das zu sagen, aber relativ natürlich, meine ich. So gerade Christopher Lee ist ja, glaube ich, ist der über 90 geworden? Ich glaube schon. So, der war ja uralt, also hat ein langes Leben gehabt und ein Leben, vor dem ich ultra Respekt habe. Der hat ja auch zum Teil im Zweiten Weltkrieg gekämpft und dann am Set Peter Jackson erklärt, wie es klingt, wenn man ein Messer in die Brust bekommt, also wie man da wirklich, ja, sich verhält, sag ich mal, und das dann auch so gespielt. Also, das ist wirklich eine Legende, der Mensch, also er ist einer der Menschen, die den Titel Legende komplett verdient haben. Ich weiß gar nicht, wie alt Ian Holm war, so hieß er, ich hoffe jetzt, ich erzähle keine Scheiße und er hieß auch wirklich so, denn ich kenne ihn halt nur aus diesem Film. Ja, Ian Holm ist auf jeden Fall richtig. Ja, und der Gute war halt auch 89, also, ja, was ich sagen will, bei Harry Potter ist es halt irgendwie so, dass halt gerade Schauspieler sterben, die jetzt auch nicht in einem Alter sind, wo man sagt, okay, die sind so an Altersschwäche gestorben, so einer auf den. Ich meine, hier Alan Rickman, was war das bei ihm? War das Krebs? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wir haben ja einige. So, die Narcissa-Schauspielerin war jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo man das sagen würde. Und der Greyback-Schauspieler erst recht nicht. Bei ihm war das ja sogar so, dass der irgendwie beim Wandern, glaube ich, in Death Valley oder so, hieß der ja Ort in den USA, wegen den zu hohen Temperaturen oder so, gestorben ist, weil die nicht zurückgefunden haben. Irgendwie so etwas in die Richtung war das ja. Also, es sind wirklich einige Harry Potter Schauspieler schon gestorben und auf jeden Fall öfter als bei anderen Filmen. Bei den Star Wars Prequels, da sind jetzt auch nicht so viele Leute bei, die schon gestorben sind, sage ich mal. Ist mir nur so aufgefallen, wollte ich mal erwähnen. Aber ja, kommen wir zurück zur Szene und da finde ich auf jeden Fall diese ganze Doppelagentennummer von Snape wirklich geil, weil er ist ein Doppel-Doppelagent, was ja in diesem Film nochmal so richtig klar wird, weil er hatte jetzt in den letzten Filmen, auch als Voldemort zurückgekehrt ist, noch keine direkte Verbindung zu den Todessern bekommen, obwohl man ja wusste, dass er mal einer war. Und Harry natürlich immer misstrauisch ihm gegenüber war, von Buch 1 an oder Film 1 an. Und jetzt hat man hier halt eben diesen Kontakt zwischen Snape und den Todessern, das ist schon krass zu sehen, so. Und ist natürlich, ja, durchaus auf die falsche Fährte lockend, möglicherweise für Leute, die es zum allerersten Mal gucken. Und ich finde, die Szene ist auch wunderbar gespielt von Alan Rickman. Und auch die deutsche Synchronstimme macht einen wunderbaren Job. Das muss dazu auch immer mal wieder erwähnt werden, denn ich sag's wie es ist, ich gucke Filme am allerliebsten auf Deutsch, weil ich tatsächlich bei englischen Filmen zwar mit Untertiteln keine Probleme hätte, aber ohne Untertitel, ich höre manchmal echt nicht die Worte, die gesagt werden, da habe ich wirklich ein Problem mit, deswegen gucke ich Filme in den meisten Fällen auf Deutsch, gerade Filme, wo es halt irgendwie, wo Nostalgie mit dem Spiel ist, so, die erst recht und so halt natürlich auch die Harry Potter Filme und da muss man natürlich auch immer die Synchronsprecher erwähnen, die es schaffen, mit dieser tollen Performance von Schauspieler ja halt so mitzuhalten, stimmlich, sag ich mal. Und das wurde hier auf jeden Fall gemacht mit diesem unbrechbaren Schwur, der auch eine eklige Sache ist. Und hier dachte ich mir mal wieder, was sich jeder Mensch auf der Welt wahrscheinlich denkt, Mensch, Adam Driver wäre echt der perfekte Snape. Also Adam Driver spielt Kylo Ren in den Star Wars Sequels, nur ist, glaube ich, Adam Driver ein bisschen zu breit dafür. Aber was das Gesicht angeht, so finde ich, wäre das absolut Perfektion. Ja, auf jeden Fall coole Szene, wir gehen weiter und sehen tatsächlich, was Fred und George Weasley nach ihrem Schulabgang, der ja sehr explosiv war, sage ich mal, im letzten Film und legendär natürlich auch aus sich gemacht haben. Die haben jetzt einfach einen fucking Zaubererladen eröffnet in der Winkelgasse. Ich weiß jetzt nicht, welchen Laden sie ersetzt haben. Ich meine, das wurde im Buch vielleicht auch erwähnt, aber ja, ich muss sagen, ich liebe diese kurze Szene, die wir in diesem Laden bekommen, wirklich extrem so. Wir haben, glaube ich, die Musik im Hintergrund, die auch gespielt ist, als sie halt eben ihren legendären Abgang im letzten Film hingelegt hatten. Und es ist generell so eine tolle Atmosphäre, die wirklich diesen magischen Flair der ersten Filme für mich irgendwie in dieser Szene wirklich zurückbringt. Was ich wirklich liebe und dann dieser legendäre Dialog eigentlich, wo etwas 5 Galleonen kostet, Ron möchte runterhandeln, weil er ihr Bruder ist und dann 10 Galleonen, ich liebe es absolut und ich finde es auch richtig, richtig cool, dass man hier auch schon, ja,
die Liebesbeziehungen, die zu Problemen führen innerhalb dieses Films zwischen halt Ginny und Dean Thomas, sowie halt eben, ja, Lavender, die schon so ein bisschen Ron hinterher guckt, sodass man das hier auch schon aufbaut, sodass jede Szene hier wirklich ihren Sinn hat. Das ist eine Sache, die mir gerade bei diesem Film sehr positiv aufgefallen ist, wie gut überlegt man mit den Szenen, die man hier hatte, in diesem Film umgegangen ist, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, so das mochte ich. Und dann mag ich auch in diesem Shot, wo man das Geschäft von außen sieht, wie krass dieses Geschäft von den Weasleys farblich aus dieser grauen, tristen Winkelgasse, wie sie inzwischen halt eben aussieht, so was halt wirklich traurig ist, was aus diesem Ort wurde, aber steht ja halt irgendwie sinnbildlich für die gesamte magische Welt, ja, dass das wirklich so raussticht. Das war ja auch so ein bisschen die Begründung der Weasley-Zwillinge, dass man den Leuten halt irgendwie so ein Lachen ins Gesicht zaubern möchte in diesen schwierigen Zeiten. Das hat ja Ron, glaube ich, später im Film. Und das gelingt hier auf jeden Fall bildlich, auf jeden Fall. Ich habe halt sehr oft auf jeden Fall gesagt. Ja, mag ich sehr gerne. Dann haben wir dieses hier in der Nocturne-Gasse, wo halt Harry, Ron und Hermine Malfoy hinterhergehen. Das finde ich aber richtig random so. Wenn da ist gerade Malfoy, der geht wo rein und die so, er sieht aus, als wenn er nicht möchte, dass man ihm folgt. Wir folgen ihm. Das finde ich mal ein bisschen random und ein bisschen erzwungen, aber ist okay. Und man hat hier dieses Greyback Wanted Poster an der Wand, was halt finde ich auch ganz cool ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass man Greyback in den Filmen jetzt sonst nicht weiter behandelt. Ich glaube, im 7. Teil 1 kommt er auch nochmal kurz vor als so ein Greifer, aber wird dann auch schnell von Bellatrix abgefrühstückt oder so. Ja, aber in den Büchern haben wir ja mehr über ihn erfahren, haben wir aber drüber schon gesprochen hier. Und dann geht's mal rein in den Hogwarts Express, wo wir erst einmal ja Luna wieder eingeführt bekommen, die ja auch erst im 5. Teil eingeführt wurde, die hier diesen Klitterer verkaufen möchte, der ja ihr Vater Xenophilius Lovegood herausgibt, und dabei trägt sie diese Brille. Es ist einfach Luna Lovegood pur. Absolute Wahnsinn. Und wisst ihr, was übrigens ganz witzig ist? Können wir mal kurz auf Star Wars zu sprechen. Einige, also die Leute, die das hier hören, die auch Star Wars feiern, die kennen ja möglicherweise Vice Admiral Holdo aus Episode 8, die ja von Laura Dern gespielt wird. Die wird tatsächlich, oder man erfährt aus dem Film, dass sie Leia schon lange kennt, und die Geschichte, wie sie halt eben Leia kennengelernt hat, die wird in dem kanonischen Buch Leia, Prinzessin von Alderaan, erzählt. Und ich würde nicht ganz von Hass sprechen, aber ich kann Holdo in Episode 8 wirklich nicht ab. Aber in diesem Buch ist sie großartig, denn die Autorin Claudia Gray hat Holdo in diesem Buch genauso geschrieben wie Luna Lovegood. Also ich musste die ganze Zeit an Luna denken. In diesen ganzen Szenen, die sie in diesem Buch hatte, so wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. So, also falls es hier Luna-Fans gibt, die Star Wars mögen, da ist ein Buch, was das erfüllen könnte oder zusammenbringen könnte, sage ich mal. Ja, genau. Dann gibt es ja dieses ganze Gespräch mit Harry, Ron und Hermine, wo Harry sagt, ja, hier, Malfoy könnte ein Todesser jetzt sein, so, der plant was Übles. Ich finde es ein bisschen komisch, dass Hermine und Ron ihn da nicht so ganz ernst nehmen, denn ich weiß nicht, so abwegig nach all dem, was so passiert ist. Und bei seinem Vater natürlich würde ich das nicht sehen, deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass sie ihn da so ein bisschen, ja, für dumm verkaufen, sage ich mal. Das mochte ich nicht ganz so gerne. Und dann sieht man hier doch auch Pansy Parkinson oder Perkinson, wie hieß sie nochmal? Glaube ich zum ersten Mal. Pansy Parkinson war das. Und ja, also nicht zum ersten Mal, ich glaube in Der Gefangene von Azkaban war sie schon mal zu sehen, aber noch gespielt von einer anderen Schauspielerin. Jetzt allerdings ist auch die Schauspielerin, die man auch dann in Heiligtümer des Todes Teil 2 später hat, wo sie ja auch namentlich sogar erwähnt wird von McGonagall. Und sie war so ein Charakter, die war doch, glaube ich, in den Büchern von Anfang an dabei, meine ich. Ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ich und die Bücher ist lange her. Aber ich weiß doch, dass ich mich immer gewundert habe, als ich dann die ersten 4 Bücher gelesen hatte, weil ich ja schon die Filme kannte, so. Wer ist dieser Charakter? Wieso kommt er so oft vor? Und wieso ist dieser Charakter nicht in den Filmen? So, und umso cooler, dass man sie jetzt hier wirklich so mit einer richtigen Rolle eingebracht hat, weil ich glaube, in Der Gefangene von Azkaban hat sie nicht mal eine Sprechrolle, sondern stand halt einfach nur rum. Und man weiß halt nur, dass sie das ist, weil das wahrscheinlich in den Credits oder so steht. Hier hatte sie auf jeden Fall eine kleinere Sprechrolle, so, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Und da hat man diese ganze Verprügelszene, und die ist wirklich krass, einfach mal zu sehen, wie Malfoy Harry wirklich fertig macht. Aber also die Szene ist zum einen sehr demütigend, aber sie gefällt mir halt auch irgendwie, weil sie wirklich eine brutale Ernsthaftigkeit in diese ganze Nummer hier reinbringt. Das mag ich. Und dann auch wirklich wieder legendär, wie Luna ihn dann findet, weil sie durch ihre Brille irgendwelche komischen Schlickschlüpfe oder wie die heißen sieht. Ach Gott, das ist Luna, wie sie lebt und lebt. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der diesen Charakter nicht liebt. Einfach weil sie so ein komplett verballerter Charakter ist, der einfach nur Spaß macht. So.
dann geht's rein in die große Halle und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag schon mal jetzt, ich würde fast sagen, dass das hier der lustigste Harry Potter Film ist, der wirklich, wo wirklich jeder Spruch, der lustig gemeint sein soll, perfekt funktioniert und auch hier, wie Ron alles an Essen in sich reinstopft, sich so gar nicht dafür juckt, dass Harry noch nicht aufgetaucht ist, so Hermine ihn so voll anmeckert, dann kommt Harry und Ron so, oh, da ist er doch, du Verrückte. Das ist so geil. Ich habe erstmal einen fetten Lachflash bekommen, muss man sagen. Denn ich will auch dazu sagen, es war jetzt nicht so, dass ich so dachte, ja Mann, ich will jetzt unbedingt Harry Potter und der Halbblutprinz gucken, so, weil ich noch andere Dinge auch zu tun habe und es halt auch schon recht spät war, so. Aber ich dachte mir, ach nee, komm, die Reels müssen jetzt mal weitergehen, ich mache es. Und ich hatte so verdammt viel Spaß, diesen Film wieder zu gucken, das war unglaublich. Und da haben solche kleinen Szenen auf jeden Fall richtig zu beigetragen. Also, ich würde sogar fast sagen so, diese Szene war für mich eine der 5 lustigsten Harry Potter Momente auf Altheim. Ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen, obwohl es so wenig war, aber es hat so gut funktioniert, es war einfach nur schön. Dann wird hier halt eben eingeführt, dass Slughorn jetzt als Lehrer vorgestellt wird von Dumbledore in dieser Ansprache, die er halt immer macht. Und ich weiß gerade nicht mehr, ob das so ein Twist auch im Buch war, aber er ist Zaubertranklehrer. Nachdem man halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde in der Szene, wo er rekrutiert wird, als er auf der Sessel war, dass davon schon von Dumbledore erwähnt wurde, aber es ist auf jeden Fall ziemlich überraschend, dass er der Zaubertranklehrer ist und das bedeutet, dass Snape endlich, aus Snapes Sicht, die Stelle als Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommt. Mega cool und umso, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man dann hier keine Szene von ihm in dieser Rolle wirklich hat, das hätte ich noch ganz cool gefunden. Aber okay, hätte vielleicht auch nicht unbedingt in den Film gepasst, der auch schon gute 2,5 Stunden wieder lang gewesen ist. Generell Dumbledores Ansprache, die dann gehalten wurde, die fand ich, war echt wirklich, wirklich gut. Und man sieht auch schon bei Shots of Draco, wie er bei der Bürde, die er zu tragen hat, diesem Schuljahr wirklich ein bisschen mit sich am Ringen ist. Und dann haben wir noch kurz eine Szene auf dem Gang, wo Harry und Ron am Lachen sind über irgendwas und McGonagall Gilsian komplett hops nimmt, so. Habe ich auf jeden Fall gefeiert, diese Interaktion, weil McGonagall jetzt nicht mehr einen auf ich bin die strenge Lehrerin Professor McGonagall macht, sondern jetzt, wo sie schon so ein bisschen älterere Schüler sind, so kurz vorm letzten Jahr, sodass da die Atmosphäre, dass sie so ein bisschen entspannter mit denen umgeht, so. Finde ich cool, weil so war auch, das ist auch so ein bisschen auf meiner Schule so vom Gefühl her, dass man halt, je älter man wurde, einfach lockerer mit den Lehrern umgegangen ist, so, und die Lehrer halt auch mit einem, so, weil man halt eben kein kleines Kind mehr war, wo die Lehrer halt natürlich auch so ein bisschen Erziehungsberechtigte, was sage ich da gerade? Das macht gar keinen Sinn. Ich komme gerade nicht auf das richtige Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich trotzdem so sagen wollte. Man merkt auf jeden Fall, es ist 4.18 Uhr. Dann haben wir das erste Mal den Zaubertränkeunterricht bei Slughorn und da mal wieder ein Dialog von Ron, der meint, ich bin mixen Zaubertränke, eine richtige Gefahr und keine Ahnung, so gut wie fast jeder Ron-Satz, der so halbwegs lustig gemeint sein soll, der zündet bei mir komplett, ich hab da wieder gut gelacht und dann mag ich es auch, wie man diesen Unterricht hier benutzt, um die im Film wichtigen Tränke vorzustellen, so dieser Felix Felices, oh Mann, ich hätte mir den Namen aufschreiben sollen, an Felix konnte ich mich immer erinnern, aber wieder genau das Wort danach war, vergesse ich ja wie immer, wird hier schon erwähnt, beziehungsweise gewinnt ja Harry sogar, was ja später im Film noch eine gewisse Wichtigkeit auf jeden Fall hat und dann wird ja auch schon der Liebestrank erwähnt, wo dann ja auch schon Lavender und andere Mädchen so richtig so, ja, Interesse dran zeigen, sage ich mal, was ja auch wichtig wird und das macht der Film sehr, sehr oft. Ich erwähne das jetzt hier schon mal komplett, ich werde da noch ein paar Momente wahrscheinlich erwähnen, aber der Film ist wirklich verdammt gut, so, dass kaum eine Zeile an Dialog verschwendet wird, sondern dass immer, wenn irgendwas erwähnt wird, das wirklich etwas aufbaut, was in diesem Film noch passiert, wie halt eben jetzt hier den Liebestrank und den Glückstrank und das hat man halt noch öfter im Film, das finde ich wirklich richtig, richtig gut, weil der Film hier wirklich richtig intelligent mit seinen Dialogen umgeht und das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen und ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen auch. Ja, dann bekommt halt Harry dieses Halbblutprinz-Buch und ist durch diese ganzen Notizen, die da drin sind, auf einmal Klassenbester, ich finde es mega witzig, wie neidisch Hermine auf einmal wird und auch Seamus Finnegan jagt sich mal wieder selber in die Luft, so, das ist ein Klassiker, das muss hier drin sein, einfach. Hat mich sehr gefreut, dass man das hier wieder eingebaut hat. Ich weiß gerade nicht, ob man das in jedem Harry Potter Film hatte, dass er eher was in die Luft jagt, aber dafür ist er bekannt. Darauf wird in Teil 7.2 auch nochmal Bezug genommen von McGonagall. Ich liebe es und ich feiere generell dieses Halbblutprinz-Buch, wo dann von irgendwelchen Mustersschüler, man weiß ja noch nicht, wer das ist zu diesem Zeitpunkt, da Notizen sind, die Typen, die ja offensichtlich sehr gute Ahnung haben von Zaubertränken, ja, verbessern noch, da merkt man, da ist ein richtiges Genie am Werk und dass Harry auch einfach diese Notizen befolgt, ich feier's einfach, so. Und auch mal wieder Classic Hogwarts, man braucht einfach mal Tränke, wo ein Schluck die einfach umbringen könnte. Top, das sollte man in der Schule auf jeden Fall lernen. Nicht vielleicht, wenn man ein Gegenmittel dagegen braucht oder so, nein, den Todestrank.
Dann haben wir unsere erste Denkarium-Szene in diesem Film, wovon man ja auch ein paar hat. Und sieht hier tatsächlich die erste Begegnung von Dumbledore und Voldemort. Und ich meine tatsächlich, man sieht hier in einem der Bilder, die in Tom Riddles Zimmer da sind, schon diese Klippe vom Finale des Films oder diese kleine Insel, wo dann diese Höhle eben ist, sag ich mal, in diesem Meer halt. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die hat man da schon in einem Bild gesehen. Fand ich ziemlich cool. Und generell kann man hier sagen, okay, Dumbledore mit kürzeren Haaren gleich, du bist der junge Dumbledore. Weil er sieht halt im Gesicht genauso alt aus fast. Wie der andere hat ein bisschen dunklere Haare so. Ja, aber mein Gott, geht halt so fit, wie es war. Und ich muss sagen, mir gefallen diese ganzen Flashback-Szenen im Film deutlich besser. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie die im Buch waren, aber ich weiß eine Sache noch von der Halbblutprinz. Und zwar, irgendwie habe ich diese ganzen richtig langen Flashback-Sequenzen zu Voldemorts Vergangenheit, und da waren ja sehr viele bei, die im Film ausgelassen wurden. Da hat man ja wirklich einiges nicht gesehen. Mal wieder weiß ich nicht was, aber ich weiß, dass da noch sehr viel war, was man nicht gesehen hat. Und ich weiß noch, dass mich das im Buch wirklich gelangweilt hat, aus irgendwelchen Gründen. So, ich verstehe nicht, warum. Eigentlich, so Voldemort, ich feiere ihn als Bösewicht. Eigentlich müsste ich das doch voll cool finden, da mehr über ihn zu erfahren. Aber irgendwie hat mich das im Buch absolut nicht gecatcht und hat für mich dazu geführt, dass ich das Buch ein bisschen lang angefühlt hatte. Obwohl es kürzer war als die zwei Bücher davor und das Buch danach. Deswegen finde ich diese Szenen im Film besser, weil sie halt eben nicht so lang sind. Einfach allein aus diesem Grund, weil eben diese langen Flashback-Szenen tatsächlich ein Grund waren, wieso ich sogar fast Harry Potter und Halbblutprinz, das wahrscheinlich mein, ja, letzter Platz bei den Harry Potter Büchern wäre, würde ich jetzt mal schätzen. Und bei den Filmen kann ich ja schon mal sagen, ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Und ja, das wollte ich im Fall erwähnt haben. Und dann hat man nochmal einen random Shot von draußen von Hogwarts, wie ein paar Todesser versuchen, aufs Schlossgelände zu kommen und gegen den Schutzwall prallen. Ja, fand ich, sah cool aus, aber war vielleicht auch ein bisschen überflüssig, sage ich mal. Dann haben wir diese Quidditch-Auswahlszene, die wirklich ganz cool ist, weil jetzt halt eben Harry in dieser Auswahlposition ist, wo ihn doch noch im ersten Film Oliver Wood, hieß er ja, glaube ich, quasi eingeführt hat in die Welt des Quidditch, dass er jetzt quasi so der Captain so ein bisschen ist, sage ich mal, einer auf den. Finde ich mega cool. Dann wird hier Cormac McLaggen eingeführt. Und der Typ ist ein absoluter Cringe-Lord. So einer, haha, ich bin ja so perfekt und reich. Und hier stellst du mich mal Miss Granger vor, Herr Ron Weasley hier. Boah, ich hasse diesen Typen. Und er ist ein Cringe-Lord. Und ich habe ihn auch schon im Buch verachtet. Das weiß ich auch noch. Und ich glaube, im Hintergrund lief dann random irgendein Harry Potter und der Orden des Phönix Soundtrack, was ich ein bisschen komisch fand. Ist mir auch in den Credits aufgefallen. Das ist, glaube ich, auch der erste Song in den Credits, war auch ein Orden des Phönix Soundtrack. Ich weiß nicht mehr welcher, da bin ich nicht so bewandert wie bei den Star Wars Soundtracks. Aber ich meine, der kam aus Orden des Phönix. Und dann fand ich es ganz witzig, dass da bei dieser Szene noch so Ron im Gespräch mit McLaggen sagt, dass man als Hüter flink sein muss. Dann haben wir halt natürlich diesen Moment, wo er dann diese Fliege fängt. Aber wie dann halt eben man halt Ron sieht und er wird im Grunde einfach nur angeschossen. So viel zu, man muss flink sein. Der Typ wird angeschossen einfach von jedem dieser Bälle. Außer, ich glaube, den letzten. Da hat er eine ganz coole Aktion halt, wie er das Ganze pariert. Aber sonst wird er echt nur angeschossen. Dann kurze Szene im Gemeinschaftsraum zwischen Harry, Ron und Hermine. Und halt auch Ginny, die so ein bisschen ihm das Halbblutprinz-Buch klaut. So, und ich mag diese ganze Interaktion, die sie da haben, auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil immer, wenn das Trio interagiert und dann halt noch so andere Schülercharaktere, die wichtig sind, wie Ginny dazukommen, die auch wirklich gut hier reinpasst in diese Konstellation. So, ich mag das einfach. So, das sind einfach diese schönen kleinen Momente zwischen den Hauptcharakteren, die ja im Verlauf der Filme immer weniger werden, weil die Handlung immer wichtiger für das große Ganze wird, sag ich mal, dass es wirklich wenig Momente gibt, wo sie wirklich sie selbst sind und Spaß haben, sag ich mal, sondern dass die meiste Zeit einfach um den Plot geht. Ging es hier auch ein bisschen, aber hier gab es halt eben auch Spaß und ich find's gut. Und dann ist es auch schon tatsächlich Weihnachten, ging sehr, sehr schnell, bis ja die Weihnachtsferien quasi begonnen haben und wir sehen Hogsmeade zum ersten Mal in diesem Film und mein Gott, ich möchte so gerne irgendwann echt in diese Harry Potter Welt, wo man halt auch Hogwarts hat. Das wäre in Orlando, war das in Orlando? Ich meine schon. Aber was für mich die größte Tragödie ist, selbst wenn ich da hinkomme, ich werde nie im Leben leider Butterbier trinken können. Ohne Scheiß. Butterbier klingt, also ich mag normales Bier überhaupt nicht und kann es auch nicht trinken, weil ich kein Gluten vertrage, weswegen ich halt wahrscheinlich auch nie Butterbier trinken würde. Aber Alter, ich möchte das so gerne, weil das klingt so lecker in den Büchern. Als in den Büchern zum ersten Mal erwähnt wurde, an wie wollte man da, oder ich zumindest wollte da automatisch einfach wissen, wie das schmeckt. Und man kann es halt einfach trinken, aber ich werde es nicht trinken können, weil ich den Gluten vertrage, weil ich Zöliakie habe. Und
ich finde das voll okay, so, ich komme voll klar damit, halt, wenn man unterwegs ist und so alle Leute so irgendwie, ja, keine Ahnung, sich einen Döner holen können, dass ich das eben nicht kann, so, da habe ich mich voll dran gewöhnt, ist mega okay, ich hole dann halt einfach mein, ja, gutes altes Käsebrot raus, aber Butterbier, dem weine ich nach, dass ich das niemals in meinem Leben kosten werde, es sei denn, es ist random glutenfrei, aber glaube ich nicht, denn, ja. Ich schätze mal, dass da trotzdem noch so gewisse Bierelemente enthalten sind, aber ich weiß auch nicht, wie die genaue Zusammensetzung ist. Oh Gott, 38 Minuten, ach du Scheiße, das Video wird länger, als ich dachte. Naja, wird sich dann wieder ins Lackhorn kommt und Hermine abschüttet und dann, wie man im Hintergrund sieht, wie Ginny halt eben Dean Thomas küsst, da finde ich es ein bisschen fragwürdig, dass Ginny, die ja offensichtlich schon was für Harry empfindet, sich da direkt irgendwie einem anderen Typen aus Harrys Jahrgang so an den Kopf schmeißt, so im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich ja küssen, sage ich mal, finde ich ein bisschen fragwürdig, muss ich dazu sagen. Was dann witzig war halt eben dieser ganze Dialog danach, wie Hermine halt eben auf Rons Zorn darüber, weil er es halt nicht gut findet, wenn seine kleine Schwester von einem anderen Typen, ja, halt eben geküsst wird, so, wie Hermine darauf antwortet mit so, wie würde Ginny das verhindern, wenn wir uns küssen würden, so, das finde ich war ganz witzig, das Gespräch, was daraus entstanden ist. Und dann haben wir halt noch diese wirklich gruselige Besessenheitsszene, sage ich mal, wo Katie Bell hieß ja, glaube ich, den Namen habe ich mir sogar gemerkt, so, bevor er jetzt gerade im Film erwähnt wurde, wo sie noch, die hieß Katie Bell. Ich weiß nicht, wieso ich mir diesen Namen gemerkt habe, aber ich finde die Szene wirklich immer gruselig, wie sie da in der Luft schwebt und dann, ja, schneller als Fallgeschwindigkeit, sag ich mal, gegen den Boden wieder rauscht. Boah, eklige Szene. Und dann kommt auch Hagrid von hinten, der, glaube ich, jetzt auch seinen ersten Dialog erst in diesem Film hat. Und ja, coole Szene. Und dann haben wir bei McGonagall eine Szene mit einem fast schon ikonischen Satz, kann man das sagen. Ist auf jeden Fall vermimt worden, nämlich so nach dem Motto, wieso immer, wenn irgendwas passiert, seid es immer ihr drei, und Ron so sagt, ja, ich frag mich das, seitdem wir hier halt eben angekommen sind. Coole Szene, was mich dann ein bisschen komisch fand wiederum ist, wieso dürfen die drei da sitzen bleiben, während Snape versucht, dem Ganzen so auf den Grund zu gehen mit seinem Wissen. Das fand ich dann wieder so ein bisschen komisch, weil normalerweise müsste man da doch Schüler dann eher so wegschicken, würde ich meinen, so. Oder haben die drei jetzt hier auf einmal Sonderrechte? Zitze. Ja, gehen wir mal weiter, haben wir eine Szene im Schlafraum, wo wir ein Gespräch haben zwischen Harry und Ron, was todesweird ist, aber wirklich witzig mal wieder, nämlich, wie sie über die Haut von Mädchen sprechen, sage ich mal, erst einmal, wo so Ron weint, was, ja, ich glaube, das war auch irgendwie so, was findet er an Ginny, und Harry dann so sagt, so, ja, die ist halt so ganz attraktiv und so, und sie hat irgendwie eine schöne Haut, was so komplett random ist. Und dann geht das auch irgendwie darauf, dass Ron sagt, naja, das ist vielleicht ein verstärkender Faktor. Gottes Willen, was ist das für ein weirdes Gespräch, ich liebe es. Und dann noch sagt so, Hermine hat schöne Haut. Ich liebe dieses Gespräch einfach nur. Aber was mich gefragt habe, in diesem Raum, wo sie schlafen, schlafen da nicht alle Jungs aus ihrem Jahrgang? Das heißt, müsste nicht auch Dean Thomas anwesend sein? Und die sprechen so über ihn und über Ginnys Haut? Müsste das da nicht voll weird sein? Oder verplane ich hier wieder etwas? Weil wir hatten doch auch schon in den anderen Filmszenen, wo die da alle in diesem Schlafsaal halt sitzen, alle Jungs aus dem Jahrgang, so halt Dean Thomas, Seamus Finnegan und Neville Longbottom, und zusammen halt irgendwas spielen. Das wäre ja in der Gefangene von Azkaban, so, deswegen finde ich ein bisschen komisch. Und dann haben wir zum allerersten Mal tatsächlich Slughorns witzige, ja, Schülerrunde mit seinen Lieblingsschülern, was sehr fragwürdig ist, als Lehrer so etwas zu veranstalten, das schon mal im Vornherein. Aber ich finde diesen Charakterzug halt eben ganz witzig für die Figur Horace Slughorn. Und diese ganze Atmosphäre, die ist wirklich ultra unangenehm, weil halt auch sehr viel peinliche Stille dabei ist, sag ich mal. Und deswegen finde ich diese Szene so perfekt, weil ich glaube, wenn man das in echt machen würde, wenn irgendein Lehrer so seine Lieblingsschüler komplett wahllos einladen würde zu einem Essen an so einem runden Tisch, ich glaube, die Atmosphäre wäre genauso unangenehm und schweigsam, sage ich mal. So vor, aber vor allem, Dude, habe ich da übel Respekt. Dieser eine Typ, der da nur am Fressen ist, wirklich, ey, ich würde mich das so niemals trauen. Ich wäre so voll schüchtern, glaube ich, in so einer Runde, wenn ich dabei wäre. Und er so, ja, mein Onkel, der macht so das und das, so. ja, und noch ein bisschen cringe, wie dann Harry aufsteht, so als einziger, wenn Ginny noch dazukommt, so komplett random. Ja, auf jeden Fall interessanter Einblick in diese durchaus witzige Runde. Und dann haben wir endlich mal wieder ein Quidditch-Spiel. Zum ersten Mal seit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban haben wir ein Quidditch-Spiel in Hogwarts. Ja, in Feuerkirch hatten wir die Quidditch-WM, aber die zählt nicht, weil, warum auch immer, vor diesem Spiel einfach weggeschnitten wurde, nach den Entrances. Größter Skandal der Filmgeschichte immer noch. Aber ich find's mega cool. Man sieht hier Luna, wie sie ihr komisches, weirdes Löwen-Outfit trägt. Und dann Harry mit dieser ganzen Geschichte, dass er so tut, als wenn er Ron diesen Felices Zaubertrank einschenkt, dass er voll selbstbewusst wird, aber es dann halt eigentlich nicht getan hat.
Und das finde ich wirklich schön, denn es hätte auch nicht zu Harry gepasst, so zu cheaten, weil er selber da ja auch mitspielt als Sucher, oder hatte er da, warte, hat er da mitgespielt oder hat er da ausgesetzt? War er nicht irgendwas in den Büchern? Nee, ich glaube, er hatte mitgespielt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist die Botschaft so schöner, dass er quasi, man, nur wenn man an sich glaubt, zu solchen Dingen fähig ist, so. Deswegen fand ich das auf jeden Fall gut. Aber dann, ja, haben wir bisschen Beziehungsdrama, ohne dass Ron und Hermine ja in der richtigen Beziehung sind, sage ich mal. Aber die Hinweise sind ja hier auch schon sehr, sehr stark, wer hier mit wem am Ende enden wird. Und da geht dann das Drama richtig los mit Lavender, die dann dick mit Ron am Rumknutschen ist. Und Hermine gefällt das gar nicht. Und Hermine tut Ende auch wirklich leid in diesen Szenen. Die sind gut gespielt von Emma Watson. Und man hat da auch ein wirklich starkes Gespräch zwischen ihr und Harry, wo sie auch diesen Genie-Bezug herstellt, wie es sich für Harry anfühlt, wenn er Genie und Dean halt eben sieht. Und dass Hermine halt auch eben checkt, dass Harry etwas von Genie möchte, dass sie das wirklich bemerkt. Das zeigt halt auch einfach diese Freundschaft zwischen den beiden und auch dieses Vertrauen, dass sie einfach über diese Themen miteinander so reden können. Und deswegen liebe ich diesen gottverdammten Dialog zwischen denen. Und dann natürlich auch die Szene, wo dann, ja, Ron mit Lavender da kommt und Hermine komplett durchdreht. Es tut wirklich weh und ist wirklich richtig, richtig gut. So, diese ganzen Liebesszenen, sage ich mal, so, das hatte man ja auch schon so ähnlich in Harry Potter, der Feuerkelch. Da war es purer Cringe, gerade um diesen ganzen Weihnachtsball herum. Aber hier war es wirklich absolut großartig. Und dann haben wir das nächste Slughorn-Treffen, was ja wirklich so eine Weihnachtsfeier quasi ist, wo man einen Gast mitbringen kann. Und Harry kommt dann natürlich halt eben mit Luna. Und da finde ich, dass halt eben Luna und Harry zusammen, das fand ich ja, habe ich ja glaube ich schon in der letzten Review erwähnt, dass man da so einige Szenen zwischen den beiden hatte, die so ein bisschen eher so wirken, als wenn die fast so einmal später zusammenkommen würden. Und die hat man jetzt schon wieder so zusammengeschmissen bei so einer Szene. Ich meine, hier wirkt das kein bisschen so, als wenn die irgendwie zusammenkommen würden, aber fand ich ganz witzig im Hinblick auf den fünften Film halt eben. Und dann sieht man auch das erste Mal, bevor dieses Fest dann losgeht, sage ich mal, ja, Draco, der Tests macht an dieser, boah Mann, ich habe den Film, bevor ich die Review, ich habe den Film wirklich 5 Minuten, bevor ich die Review angefangen habe aufzunehmen, beendet. Und ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Gerät, mit dem man halt Dinge hin und her schicken kann. Aber man denkt sich halt einfach noch nichts Böses bei diesen Szenen. Und dann sind wir bei diesem Fest und wir finden heraus, um Ron eigentlich persönlich zu machen, hat Hermine einfach Colmack gefragt. Und das ist wirklich unangenehm. Und man merkt auch richtig, wie sie innerlich komplett stirbt, dass sie das wirklich gemacht hat. Wie sie extra einen Kram frisst, um Mundgeruch zu haben und sich vor ihm versteckt. Das ist schon einfach ganz witzig, finde ich. Und auch legendär, wie es halt eben dazu führt, dass er dann halt eben Snape auf die Schuhe kotzt. Das ist wirklich eine verdammt geile Szene. Ich weiß nicht, ob sie im Buch war. Im Film war sie auf jeden Fall großartig. Und ich frage mich hier allerdings, im Buch wurde es bestimmt besser erklärt, aber im Film ist es richtig random, dass Snape Harry sagt, dass Dumbledore gerade außer Haus ist. Ich frage mich, wieso hat der Harry jetzt diese Info gebraucht? Das ist doch eher beunruhigend quasi. Deswegen fand ich das ein bisschen merkwürdig. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, ist, wie unvorsichtig dann Snape halt eben war, als er dann nachher halt eben Malfoy so einen Pranger gestellt hatte und ihm ein bisschen so eingeredet hat, yo, Junge, sei nicht zu leichtsinnig mit deinen komischen Versuchen, Dumbledore hier umzubringen, denn ich steck da mit drin, ich muss es sicher durchbringen, weil ich diesen Schwur geleistet habe, ich steck mit in der Scheiße, pass ein bisschen besser auf, sodass er das so laut ruft und nicht mal aufpasst, ob da jemand in der Nähe ist, weil Harry da ja ohne Tarnumhang steht und dem ganzen zuhören kann einfach so. Das fand ich war auch nicht allzu stark gelöst vom Film. Und dann geht es halt auch schon zurück, weil halt eben Weihnachten ist, in den Fuchsbau mit dem Hogwarts Express. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Zeit, die hier schon Winter ist im Film oder Weihnachtsferien, die ist schon verdammt lang. Die ist gefühlt länger als die beiden Jahreshälften insgesamt. Das fand ich interessant, weil normalerweise war das immer so eine Szene, vielleicht zwei Szenen, wo so Schnee lag in den Harry Potter Filmen. Und dann war es auch schon wieder rum. Und deswegen auch in meinen Augen meine willkommene Abwechslung, dass man das jetzt ja ein bisschen länger hatte, so. Weil der ganze Film, der geht ja auch nur bis Frühling, weil das wurde ja gesagt, im Frühling halt die ganzen Sachen mit Dumbledore, die ja später noch passieren, halt eben erst geschehen. Ja, auf jeden Fall interessant zu erwähnen und hier finde ich wieder die Comedy wirklich genial, wie halt eben Harry und Ron sich unterhalten, dann kommt Lavender dazu, macht halt eben dieses Herzchen quasi in diese angehauchte Scheibe, malt sie das rein. So, Lavender ist komplett over the top und ist eine Karikatur eines liebkranken Charakters, sag ich mal. So viel mehr Tiefe bietet diese Figur einfach nicht, aber ich finde auch nicht jede Figur muss die so eine krasse Tiefe bieten und für das, was sie ist, ist sie halt in diesem Film gut eingesetzt worden. Deswegen finde ich ihre Figur halt wirklich okay. Sie ist halt scheinbar echt
unsterblich in Ron verliebt. Und was ich halt eben so lustig an der ganzen Szene finde, ist einfach Harry, der, als sie da an der Scheibe erscheint, er irgendwie so mit der Lehne vom Sitz so ein bisschen spielt oder er mit diesem Teil, was man so runterklappen kann, um die Sitze, ja, ist es die Lehne, die man runterklappen kann, damit so ein bisschen spielt und so irgendwo ganz anders hinguckt, weil es ihm einfach so ein bisschen peinlich ist, sag ich mal. Und dann noch Ron, wie er Harry seine Lippen zeigen möchte, weil Lavender nur knutschen möchte. Das ist schon wieder absolut gut funktionierende Comedy. Ich mochte es sehr. Und das bringt uns dann halt eben zu der Fuchsbau-Szene und da hat man wirklich einige gute Dinge. Auf jeden Fall natürlich dieses Gespräch mit Remus Lupin am Anfang, das ist die erste Szene im Fuchsbau, wo Lupin beteuert, dass er halt eben hinter Snape steht, weil er eben hinter Dumbledore steht und Dumbledore hinter Snape steht und er halt eben nicht möchte, dass sie sich innerhalb des Orden des Phönix, sage ich mal, zerfleischen, weil das halt eben so schon viel zu wenige sind und halt immer mehr Leute einfach verschwinden. Deswegen mag ich einfach diese Sicht auf die Dinge, die Lupin hier quasi reinbringt und auch schön Tonks wieder zu sehen. Die beiden sind ja zusammen. Waren die schon im letzten Film zusammen oder sind die jetzt erst zusammengekommen? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich glaube erst in diesem Film, dass man das da erst erwähnt hat. Und ja, dann haben wir eine richtige Cringe-Interaktion zwischen Harry und Ginny. Ich glaube, am Ende gebe ich ein kleines Fazit, wie ich die Beziehung zwischen den beiden so finde. Diese Szene hier ist purer Cringe, wie sie beide so still nebeneinander sitzen und sie einfach mal so, sie hat mit Dean Thomas scheinbar einen Freund noch so. Ich glaube, das war noch zu diesem Zeitpunkt vom Film eine aktive Beziehung. Und dann setzt sie zu neben Harry, Mund auf. Und will ihn so füttern. Das ist irgendwie sehr unangenehm. Und dann kommt halt auch noch Ron, setzt sich dazwischen und frisst irgendwie so richtig laut irgendwelche anderen Sachen. Einfach nur königlich. Also Ron ist wirklich, der trägt diesen Film auf einem Comedy-Level hier komplett. Muss man hier einfach so mal erwähnen. Dann haben wir ein nettes Gespräch mit Arthur Weasley in dieser komischen Werkstatt. Und da erwähnt er dann halt eben von diese Teile, mit denen man Dinger hin und her schicken kann zum ersten Mal. Und da frage ich mich dann so, Harry, das war eigentlich gerade ein wichtiges Puzzleteil für das, was halt eben Malfoy scheinbar gerade macht. So, da kannst du dem guten Arthur halt eben doch mal ein bisschen mehr sagen, was du so alles so gehört hast über Malfoy. Aber okay. Und dann haben wir diese ganze Angriffsszene, wie halt eben die Todesser den Fuchsbau angreifen. Und lass mich nicht lügen. Ich weiß es nicht mehr, weil ich mich nicht mehr an das Buch da erinnern kann. Aber ich weiß, dass ich mich immer gefragt habe, als ich das Buch noch frisch im Kopf hatte, wo diese Szene herkommt, weil ich meine, die war nicht im Buch. Und ich meine, das ist eine reine Filmszene, die dann sogar im Lego-Spiel auch vorhanden war und da auch ziemlich cool war, glaube ich. Wo mich wirklich interessieren würde auch, ja, wieso hat man diese Szene hier mit reingenommen? Was war der Grund, der die Produzenten dazu bewegt hat? Wenn ich jetzt gerade kein Bullshit erzähle und sie nicht vielleicht doch in irgendeiner Form im Buch vorhanden war, aber ich kann mich da nicht dran erinnern und ich kann mich dran erinnern, dass ich mich schon immer gefragt habe, wo die Szene hier im Film herkam. Generell zu dieser Szene kann man sagen, ich finde sie wirklich krass und sie, ja, ist auch wirklich bedrückend, wenn man diesen Fuchsbau sieht, wie er da wirklich am Brennen ist und kaputt geht. Und da kann man sich auch wirklich fragen, okay, ist der Fuchsbau so kacke geschützt, dass da einfach ein paar Leute kommen können und einfach mal den angreifen können? Und wenn ja, wieso wurde das nicht schon viel früher gemacht? So, schick 5-6 Todesser hin, wenn da nur Molly und Arthur Weasley sind und dann kann man die auch so easy umbringen. So, da muss es doch irgendwie ein paar mehr Schutzzauber geben, die diese Orte, ja, besser schützen, sage ich mal. Und ich meine, in den Büchern war das auch so ein bisschen so. Aber der Film dribbelt das ja komplett, indem die Todesser einfach kommen können und das Ding angreifen und abfackeln können. Und dazu muss man halt auch sagen, hat man wieder eine absolut leicht unangenehme Szene zwischen Harry und Ginny, weil diese Szenen von den beiden, die sind halt immer so richtig ruhig. So, keiner sagt etwas, die stehen dann halt irgendwie so richtig lange zusammen, es ist so still und dann funkt es irgendwie zwischen den beiden. Die Szenen haben immer irgendwie dieses ruhige Muster, sag ich mal. Da hatte man ja auch wieder eine Szene, wo sie ihm so den Schuh einfach zumacht. Ich muss mich wirklich fragen, was hat diese Szene jetzt hier eigentlich gebracht? Denn der Fuchsbau ist im nächsten Film wieder voll heil, weil man da diese ganze Hochzeitsgeschichte hat. Und eben dieser Angriff, der dann eben bei dieser besagten Hochzeitsszene kommt von den Todessern, der gibt einem ja ähnliche Gefühle wie halt eben jetzt diese Szene. Also wieso musste man diese Szene jetzt hier reinbringen? Was hat die Szene beigetragen zur Handlung? Ich würde es mal stark behaupten, eigentlich ja nicht wirklich etwas so. Also, ich meine jetzt nicht die Gespräche davor, aber dieser ganze Angriff und das Verbrennen vom Fuchsbau, weil das halt eben so konsequentlos ist.
Und was war der Sinn dahinter? So, dass man nochmal merkt, ja, Harry ist immer noch wütend auf Bellatrix, weil sie Sirius getötet hat. Herzlichen Glückwunsch. Aber hätte man das gebraucht? Ich würde jetzt mal fast sagen, nein, hätte man nicht. Dann gehen wir rein in den wirklich wichtigen Teil vom Film, in das letzte Drittel wahrscheinlich sogar schon, wo man dann diese geblurrte Erinnerung von Slughorn halt eben das allererste Mal hat und dann auch direkt sein Glück bei Slughorn versucht, diese Erinnerung aus ihm rauszukitzeln. Da werden auch ein Bezoare zum ersten Mal erwähnt im Hintergrund, die auch wieder wichtig werden, gleich in der Handlung. Und ich finde diesen ersten Ansatz von Harry, wo er so fragt, so nach diesen mächtigen Zaubern, die ihnen in Hogwarts nicht beigebracht werden, so, diesen Ansatz, wie er da an Slughorn rankommen wollte, um an die Infos zu kommen, den fand ich okay, aber wie er dann direkt auf Tom Riddle zu sprechen kommt, das war halt selten dämlich und war ein bisschen unpassend in der Situation für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, so, da hätte, finde ich, Harry als Charakter sich schon schlauer anstellen können. Und dann haben wir, ja, ein sehr bizarres Bettsaalgespräch zwischen Harry und Ron, wo halt eben Ron Liebespastillen gegessen hat von Romilda, und das ist wirklich richtig, richtig genial, wie Rupert Grint das halt eben spielt. Also die waren natürlich für Harry bedacht, was auch wieder eine schöne Klammer ist, weil man schon in einer Nebenszene in einem Gespräch von Harry und Hermine in der Bibliothek von Hogwarts etabliert hat, dass diese Romilda auf Harry steht, und Hermine hat ihn da auch schon so ein bisschen vor ihr gewarnt, und das halt quasi einfach aufgegriffen wird im Verlauf der Handlung vom Film und damit eine wichtige Sache quasi, die ja diese Vergiftung von Ron, zu der das ganze Jahr hier führt, quasi ist, ja, aufgebaut wird. Das ist, finde ich, richtig, richtig gut, weil, wie gesagt, so viele Nebensätze im Hintergrund oder jedes Mal, wenn er an eine Sache, die neu ist, im Nebensatz erwähnt wird oder in Figur erwähnt wird, das hat eine gewisse Relevanz für den Film. Die sind nicht zufällig ausgewählt, die haben wirklich einen Sinn und Zweck, und so positiv ist mir das bisher bei keinem Harry Potter Film vorher aufgefallen, wie wirklich intelligent diese Dialoge hier wirklich gemacht worden in diesem Film. Oder geschrieben worden, besser gesagt, natürlich. Ja, das Schauspiel von Rupert Grint finde ich wirklich genial, wie er komplett verballert und verliebt ist, und diese Szene, wo sich Harry aufs Bett setzt und er so sich so direkt viel zu nah neben ihn setzt, einfach nur großartig. Und dann haben wir halt eben diese ganze Nummer mit Slughorn und dem Bezoar, boah, halt dieser Stein auf jeden Fall, den Harry dann halt eben Ron in den Mund schiebt, der ja auch gerade davor erwähnt wurde. Wirklich, wirklich toll, wie das Ganze hier zusammenhängt. Und ich finde es auch, als dann eben Ron diesen Anfall von diesem vergifteten Getränk halt eben, was Slughorn ja eigentlich Dumbledore schenken wollte, bekommt, ich finde es auch irgendwie realistisch, dass Slughorn damit überfordert ist mit der Situation, erstmal gar nichts macht und Harry ihn retten muss, so. Ich weiß nicht wieso, aber ich halte diese Reaktion auf jeden Fall nicht für unrealistisch und für möglicherweise sogar fast natürlich, dass man in so einer Situation, wo man gar nicht mit so etwas rechnet, auf einmal so eine Schockstarre hat und sich daraus gar nicht wehren kann so richtig. Ist natürlich krass, dass hier der Professor, wenn Harry nicht da gewesen wäre, es sich geschafft hätte, Ron zu retten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass so ein Verhalten unfreiwillig natürlich menschlich sein könnte in so einer Situation, dass man da in so einen Schock verfällt. Dann haben wir die Krankenflügel-Szene, und die ist mal wieder absolutes Gold, kann man sagen. Erstmal erfährt man, dass das Gefühl Dumbledore halt eben bestimmt war, was wirklich ein toller Aufbau ist für das Finale vom Film auch. Und dann eben diese ganze Szene, wo Lavender da ankommt, aber Ron dann eben Hermines Namen sagt, das ist wirklich richtig großartig. Auch wie man dieses Teenie-Liebesdrama hier hat, in Gegenwart von all diesen Professoren, weil da sind ja alle eigentlich da. Da ist Dumbledore, da ist Snape, da ist Slughorn, McGonagall ist ja, glaube ich, auch dabei, so. Und dass die einfach so nicht wissen, was sie dazu sagen sollen, komplett stumm da stehen und den ganzen ihren Lauf lassen zwischen Hermine und Lavender, das ist einfach königlich. Und dann Dumbledore drückt auch irgendwie so einen Spruch an, wie, ja, einmal noch jung sein oder irgendwie so etwas in die Richtung war das. Ich liebe diese Szene. Und wie dann Hermine halt eben Rons Hand hält, weil er ihren Namen sagt, so, ist wirklich, wirklich toll und hat mir gefallen. Und dann haben wir wieder eine Merfoy-Szene, wie halt eben diese Gerätschaft weiterhin testet und ein toter Vogel dadurch kommt. Das ist wirklich ein schöner Aufbau über den ganzen Film, wie man immer mal wieder halt über den Film verstreut Szenen hat, wie Merfoy eben dabei mit der Reparatur von dem Teil davon, was im Raum der Wünsche halt eben steht, ja, immer weiter fortschreitet und es immer erfolgreicher wird, dass halt erst er eine Sache dafür verschickt hat und jetzt eine lebende Sache geschickt wurde, die allerdings dann eben
ja, nicht lebendig ist. Also das hat man noch nicht geschafft, dass man da lebende Wesen durchschicken kann. Und ich nehme es schon mal vorweg, später, wenn das Buch vom Halbblutprinzen von Ginny versteckt wird mit Harry zusammen, öffnet er ja auch diesen Schrank, sage ich mal, und dann kommen halt eben lebendige Vögel raus. Das ist wirklich, finde ich, schlau gemacht, wie man das hier eingebunden hat im Schnitt. Und dann eine kurze Szene, eine Gesprächsszene in der großen Halle, wo dann ja Harry unter anderem mit Katie Bell spricht und so. Da fand ich wirklich eine Szene wirklich witzig, nämlich wie alle drei sich so umdrehen und Lavender beobachten, die so eifersüchtig zu Ron guckt. Das finde ich voll asozial. Sie drehen sich so alle um und gucken sie so direkt an und sie sieht das halt so offensichtlich. So ohne Skrupel. Richtiger Cringe-Moment mal wieder, aber ich habe ihn geliebt. Und ja, dann verfolgt halt Harry eben Malfoy. Ja, er verdächtigt ihn natürlich, das Ganze getan zu haben mit Katie Bell. Wie weird ist diese Verfolgung? Malfoy kommt in die große Halle, sieht, dass Harry mit Katie redet und geht dann so komplett verdächtig irgendwo hin. So, das ist ja wirklich eine Einladung nach dem Motto, bitte folge mir, ich führe hier wirklich was im Schilde. Und wie sie dann so eine schnelle Gehverfolgungsjagd sich liefern, sage ich mal, das finde ich ist schon ein bisschen weird. Aber ich finde es auch richtig schön, wie man halt eben sieht, wie Draco vor dem Spiegel ist und wirklich fertig mit der Welt ist. So, der Junge ist wirklich durch, dem macht das komplett zu schaffen, was er hier machen soll. So, ja, er war in den letzten Teilen immer dieser Gegenspieler von Harry, dieser Mobber, und er war wirklich prädestiniert dazu, ja, der absolute Nachwuchstodesser zu sein. Aber dass man hier halt eben sieht, nein, er hat da wirklich mit zu kämpfen. Das ist auch für einen Draco Malfoy 3-4 Stufen zu viel. Und der Junge ist durch mit der Welt. So, das vermenschlicht ihn mehr, das gibt ihm eine Charakterentwicklung. Und das sind wirklich kurze Szenen zwar, aber wirklich wichtige und gute Szenen für einen, ja, so wichtigen Charakter wie Draco Malfoy. Also wichtig, darüber kann man vielleicht diskutieren, aber ich würde schon sagen, dass Draco ein fundamentaler Harry Potter Charakter ist, der einfach dazugehört, deswegen mag die Szene auf jeden Fall. Und das Duell, was man hat, ist wirklich cool. Und dann Sectum Sempra ist wirklich ein verdammt heftiger Spruch. So, Avada Kedavra killt einen direkt, aber Sectum Sempra ist so die brutalere Variante. Man wird aufgeschlitzt und stirbt deswegen langsamer. Wenn nicht gerade irgendwie jemand kommt, um halt eben einen zu retten. Und das ist so einer der wenigen Momente, wo ich mich noch daran erinnern kann, wie ich das im Buch fand. Und ich weiß noch, ich war todesgeschockt, als dann da auch einmal beschrieben wurde, wie Malfoy da mit einer riesigen Fleischwunde blutend auf der Toilette liegt. Puh, das war wirklich krass zu lesen, weil das einfach so von, ja, Harry und Malfoy haben halt eben so ein Duell zu, holy shit, Harry hat Malfoy aufgeschlitzt und er könnte gerade verbluten, geswitcht ist. Das war krank wirklich. Deswegen, so, das macht die Szene auch so ein bisschen auf, so. Und dann kommt halt auch Snape und in dem Moment checkt halt Snape wahrscheinlich auch spätestens so, okay, Harry hat wohl mein gutes altes Buch bekommen, nur deswegen kennt er diesen Spruch. Aber was ich dann ein bisschen witzig finde, ist, wie Snape sich dann so da hinstellt oder hinkniet neben Draco und so sagt, Vulnera Sanentum, so die ganze Zeit. Finde ich einfach mega, mega witzig. Nicht unbedingt im Film, aber es gibt da so einen YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, der Drog oder der Droggelbecher oder Brecher oder so. Und der hat so, ja, Harry Potter und so viele Sekunden gemacht, so heißt das Format. Und kann ich jedem nur empfehlen. Ist ganz witzig, sehr stumpf. Ist halt so 3-4 Minuten lange Mini-Animationsfilme, also wirklich so ganz grobe Paint-Animation nenne ich es mal, auch wenn es ganz bestimmt nicht mit Paint gemacht worden ist, aber ich denke mal, ihr wisst so, wie ich es meine, so ein bisschen sieht halt aus wie so ASDF-Movie, so sehr, sehr einfach gehalten, aber ist mega unterhaltsam und da hat man auch eine Szene, wo Snape so viel zu lange die ganze Zeit Vulnera Sanentum sagt und deswegen feiere ich diese Szene extrem. Und was ich optisch sehr schön finde, ist, wie halt eben dieses rote Blut sich wirklich, ja, farblich sehr von diesen ungesättigten Farben, die man sonst hier hat, wirklich hervorhebt und was natürlich diese Heftigkeit, diese Schwergewogenheit, nenne ich es jetzt mal, ich hoffe, das ist das richtige Nomen dafür, ja, hebt das weiterhin hervor, finde ich wirklich gut. Und dann haben wir halt eben diese Szene, wo Ginny halt eben mit Harry in den Raum der Wünsche geht, um halt eben dieses Buch wegzuschmeißen. Und man muss ja sagen, was Bücher wegschmeißen angeht, da ist ja Ginny die Expertin schlechthin, hat ja auch Tom Riddles Tagebuch in die Kammer des Schreckens wunderbar im Klo entsorgt. Hat ja damals nicht so ganz gut funktioniert, deswegen dachte sie sich, okay, dieses Mal probieren wir es mit dem Raum der Wünsche und das scheint ja offensichtlich besser zu klappen, auf jeden Fall.
hat mir halt die schon erwähnte Szene, wo halt Harry diesen Schrank halt eben auch öffnet und da die Vögel rausfliegen, da hatte ich ja eben schon was zu gesagt. Und dann haben wir den ersten Kuss zwischen den beiden. Und ich glaube, hier sage ich mal etwas zu ihrer Beziehung. Denn, ja, die Beziehung kann nicht im Ansatz mit der Beziehung zwischen den beiden Büchern mithalten. Ich erinnere mich da zwar auch an keine Details mehr, aber ich weiß noch, dass Ginny um einiges charismatischer war als im Film. Was natürlich auch daran liegt, wie die Rolle geschrieben ist. Das liegt nicht an der Schauspielerin, so auf keinen Fall. Die finde ich sogar für das, was sie bekommt, recht gut. Aber Ginny ist halt einfach recht, ja, langweilig geschrieben. Weil ich glaube, in den Büchern war sie auch noch deutlich lustiger unterwegs, so ein bisschen. Deswegen ist das so ein bisschen weird, weil halt die komplette Interaktion, die auf so etwas hingedeutet hat zwischen Ginny und Harry im Film, war, sie schwelgen sich an und irgendwas Cringiges passiert, so Ginny füttert ihn oder macht ihm irgendwie die Schuhe zu, so etwas in der Richtung hatte man halt irgendwie immer. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde die Beziehung immer noch in Ordnung, weil von Ginnys Seite hat man da schon immer so eine Beeindrucktheit, sag ich mal, von Anfang an, wo sie ihn zum allerersten Mal gesehen hat, im allerersten Film, so. Deswegen finde ich es halt auch ganz schön, dass die beiden halt am Ende quasi zusammenkommen, aber der Film hätte es trotzdem durchaus besser umsetzen können. Dann haben wir, da gehen wir in den wirklich wichtigen Teil des Finals rein, ja, wir gehen rein ins Finale, ja, fast schon, nämlich wie Harry jetzt eben diesen Felix Felicis Trank halt eben trinkt, um halt eben mit all dem Glück dann eben, das er dadurch bekommt, die Information aus Slughorn rauszuholen. Das ist ja auch ganz witzig, dass es natürlich gerade eine Sache ist, die Slughorn ihm gibt, die ja dann eben dazu führt, dass Harry Slughorn diese Information entlocken kann. Und ich finde es geil, wie fröhlich Daniel Radcliffe das Ganze spielt hier. Und war da nicht auch irgendwie etwas, das zu diesem Film, er da irgendwie Alkoholprobleme oder so etwas in der Richtung hatte, so keine Gewähr auf diese Angabe oder irgendwas habe ich da auf jeden Fall mal gehört, muss ich dran denken. Und ein Dialog, den ich wirklich witzig fand, war, wo dann Slughorn zu Harry sagt so, Harry, und er dann so antwortet, Sir. Also Harry war wirklich richtig gut drauf, mochte ich. Ich feiere es, wie er ihn dann mit zu Hagrid bringt und dann haben wir halt eben diese Aragog-Beerdigungsszene, was ja schon traurig ist, weil man feiert Aragog ja auf jeden Fall sehr. Ich meine, eine korrekte Riesenspinne, wie kann man die nicht feiern, okay? Er hätte Harry und Ron im zweiten Teil nicht retten können vor seinen ganzen Kindern, aber trotzdem, Aragog an sich war relativ korrekt und ich bin mir nicht ganz sicher, kam Aragog nicht noch in irgendeiner Form in den Büchern zwischen Kammer des Schreckens und Halbblutprinz nochmal vor? Irgendwie habe ich da dunkel was in Erinnerung, aber kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade komplett irre, weil ich es halt eben nicht genau benennen kann gerade. Aber ich glaube, da hat man Aragog noch irgendwie vorher zumindest erwähnt bekommen von Hagrid, bevor das passiert ist. Ich glaube, Hagrid hat erwähnt, also irgendwie hatte Hagrid Aragog in den Büchern mal erwähnt. Da bin ich mir relativ sicher, dass man irgendeine Aragog-Info auf jeden Fall hatte. So keine Szene vielleicht mit Aragog, aber irgendwas über Aragog wird da schon dabei gewesen sein. Und ja, auf jeden Fall witzig, wie Horace Slughorns erster Gedanke ist, die haben seltenes Gift. Das entnehme ich dem jetzt erst einmal. Und selbst wenn so eine Riesenspinne tot ist, ich würde mich trotzdem nicht in die Nähe von der wagen, so. Weil, keine Ahnung, ich würde der nicht vertrauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, selbst wenn es Aragog wäre und ich Aragog kenne und wüsste, dass er mir nichts tut, ich glaube, ich würde ihm trotzdem nicht vertrauen, weil riesige, gruselige Spinne, da bin ich sowas von raus. Und dann an der Stelle mal eine Vermutung von mir, die ich nicht überprüft habe. Ich würde fast behaupten, zumindest klingt die Stimme sehr ähnlich, dass der Sprecher von Slughorn möglicherweise auch den Druiden Miraculix in den Asterix und Obelix Hörspielen spricht. Klingt sehr ähnlich, wollte ich nun mal erwähnt haben. Und ja, da bekommt Harry Slughorn rum und ich finde den Dialog hier wirklich gut. Aber ich finde es wirklich krass, dass Slughorn so eine möglicherweise relevante Info, also eine zu 1000% relevante Info, den Krieg ja letztendlich entschieden hat, sage ich mal, einfach nicht rausgibt, um seine eigene, um sich selbst besser darzustellen. So nicht einmal zu einem Dumbledore, den ich jetzt nicht so einschätze, dass das Slughorn danach so komplett fallen lassen würde, sage ich mal. Und genau das finde ich halt so ein bisschen fragwürdig an dem Ganzen. Aber okay, so scheint Slughorn zu ticken, da sage ich nichts gegen. Und dann haben halt eben die Informationen, die wir dadurch diese Erinnerung bekommen, dass Voldemort wusste auf jeden Fall durch Slughorn, was Horcruxe sind mit dem Seelespalten und dass er sich scheinbar welche gemacht hat und zwar wohl mehr als ein und dass es am Ende 7 sein sollten, das wurde schon angedeutet. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren es ja glaube ich am Ende nur 6 und Harry war dann der 7. Unbewusste. Aber ja, kommen wir mal zu den Horcruxen an sich und die sind wirklich eine richtig, richtig
coole Erfindung, finde ich, um halt eben Voldemort noch so bedrohlicher zu machen, als er eh schon ist. So, ich finde es ein bisschen komisch, dass Harry quasi so reagiert, so, was, wir müssen nur einige Horcruxe finden in dieser Stadt und dann können wir ihn töten, so. Denn, das heißt, er ist ja gefühlt schon irgendwie davon ausgegangen, dass Voldemort irgendwie ein bisschen unsterblich ist, so ein auf den, so wirkt das so auf mich so ein bisschen. Denn eigentlich ist es doch eher, ich meine, er konnte ja, er wusste ja eigentlich nicht, dass Voldemort in irgendeiner Form so etwas hatte. Das heißt, eigentlich hätte er denken müssen, dass man Voldemort einfach töten kann, ganz normal. Deswegen verstehe ich irgendwie seine Freude darüber nicht, dass man ja nur irgendwie ein paar Stücke von Voldemorts Seele in Gegenständen, die alles sein könnten, finden muss, um ihn zu zerstören. Aber okay, es ist ein Fahrplan, wie man es machen kann. Vielleicht war das der Grund von Harrys Freude. Und so, und was ich wirklich richtig, richtig cool finde, ist, dass wir jetzt, wo die Horcruxe eingeführt sind, nicht alle zerstören müssen, weil Dumbledore halt einfach schon so auf Vermutung quasi angefangen hat, weil er hatte ja diesen Ring, den er scheinbar mit dem Schwert von Godric Gryffindor zerstört hatte. Und wir haben auch schon einfach, das ist das eine, also ich finde es gut, dass Dumbledore selbst einen gefunden und zerstört hat, so, dass man einfach sieht, yo, Dumbledore war hier nicht untätig. Aber was ich noch besser finde ist, und ich weiß nicht, ob das J.K. Rowlings Plan von Anfang an war, aber dass einfach das Tagebuch von Tom Riddle ein Horcrux war und der quasi damit schon im zweiten Film zerstört wurde, weil ja Basiliskengift scheinbar Horcruxe auch zerstören kann. Und das ist eine tolle Verbindung zum zweiten Film, lässt das Ganze mehr zusammenwachsen. Und ich mag es einfach, dass man schon ein paar zerstört hat. Das ist einfach eine schöne Sache, dass man jetzt nicht wirklich sich um alle kümmern muss. Finde ich sehr cool. Und dann haben wir diese ganze Reise, die Dumbledore und Harry dann gemeinsam unternehmen. Und das ganze Ding hat von Anfang an eine wirklich ausladende Atmosphäre, dieser Ort, wo sie hinreisen. Und das Ganze ist wirklich komplett in Schwarz-Weiß fast. Also es ist nicht ganz Schwarz-Weiß, aber kurz davor. Also die Sättigung ist so extrem und ich feiere das wirklich. Es trägt halt einfach diese ausladenden, düsteren, unangenehmen Atmosphäre, die dieser Ort mit sich bringt und mit sich bringen soll, wunderbar bei. Und dann haben wir diese ganze Sache, wo Dumbledore das austrinken muss. Und das ist, glaube ich, eine Szene, die war schon im Buch widerlich und schmerzhaft. Hier ist sie es auch, aber im Buch, weiß ich noch, hat die mich noch so ein bisschen mehr bewegt, weil Dumbledore hier so verletzlich ist. Dumbledore war immer dieser eine Fels in der Brandung, so der eine, wo man wusste, okay, wenn der dabei ist, dann ist man sicher. So, vor dem hat selbst Voldemort Angst. Dumbledore ist krass. Und dann sieht man Dumbledore wie einen zerbrechlichen alten Mann, der bittet, dass er umgebracht wird. Oder Harry darum bittet, dass er ihn tötet oder so. Das ist wirklich absolut krass, ihn so zu sehen, so verletzlich zu sehen. Und das macht schon was mit einem, so wenn man Harry Potter feiert, würde ich meinen. So, also krasse Szene. Und was ich allerdings sagen muss, wieso ist das so ein Trank? Wieso tötet er eigentlich sofort? Weil Voldemort kann ja nicht wollen, dass der Horcrux gefunden wird. Wieso gibt er einem dann die Möglichkeit, diesen Horcrux im Grunde zu finden? Das ist so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Wurde das möglicherweise in den Büchern erklärt und ich habe es vergessen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare, falls irgendwer überhaupt so weit gehört hat. Aber ansonsten finde ich das halt eben so ein bisschen weird. Möglicherweise, damit er selber dahin noch, dann noch rankam, aber ich würde mir jetzt mal tippen, als der Typ, der den Zauber gesprochen hat, kann er ihn auch ohne das Ding zu trinken wieder aufheben. So. Deswegen wäre, glaube ich, ein Trank, der einen sofort tötet. Wie der Trank, den sie am Anfang gebraut haben in der ersten Zaubertränkestunde in diesem Film, der wäre da vielleicht sinnvoller. Und ja, ich habe die ganze Zeit erwähnt, yo, all diese Tränke, die sie, oder alle Sachen, die so erwähnt werden in einem Nebensatz, die werden später im Film relevant. Dieser Todeszaubertrank wurde es tatsächlich nicht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber konnte man natürlich nicht machen, weil dann wäre Dumbledore natürlich tot gewesen. Und am Ende war es jetzt doch und ich habe das einfach verpeilt. Falls ja, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall haben wir dann diese ganze Szene, wo dann Dumbledore das ausgetrunken hat. Sie kommen an dieses Medaillon ran und Harry will ihnen dann Wasser geben. Erstmal richtig eklig, dass man da kein Wasser reinführen kann in das Becken, damit man halt eben zwanghaft das andere Wasser nimmt. Und dann kommen halt eben diese ganzen komischen Gollums daraus. Die sehen wirklich aus wie Gollums und das ist so eine widerliche Szene. Wie hießen die nochmal? Irgendwas mit, ich weiß noch, das war irgendwas mit I. Infanti? Irgendwie etwas in die Richtung war das, glaube ich. Und ich finde diese Szene so eklig. Da kommt auf einmal so ein ekliger Haufen wahrscheinlich stinkender Leichen aus dem Wasser und grapscht dich an und zieht dich unter Wasser. Widerliche Szene. Obwohl ich weiß, dass das Lego-Level dazu richtig geil war, weil man die einfach mit den Zauberschüssen wegballern konnte. Das war so richtig Bottom-Smashing und man hat einfach so viele von denen weggehauen. Das war richtig befriedigend, sag ich mal. Aber man hat wieder krasses Dumbledore-Showing, der wieder Herr seiner Sinne wird und dann
nochmal zeigt, wieso Voldemort ihn fürchtet, weil der Typ so mächtig ist. Was der mit dem Zauberstab macht, ist einfach nur krank. Diese ganze Sache mit dem Feuer sah wirklich geil aus und wir können dann noch entkommen. Kommt nach Hogwarts, wo dann auf einmal die Todesser ankommen, was wirklich krass ist zu sehen, wie da jetzt wirklich Todesser in Hogwarts drinne sind. Und dieser heile, sichere Ort, der Hogwarts immer war, beginnt zu bröckeln. Und das zeigt ja jetzt auch schon das, was gleich passieren wird rund um Albus Dumbledore. Denn der Hauptgrund, warum Hogwarts so sicher wirkte, war Albus Dumbledore. Und ja, der Gute macht ja jetzt hier gleich leider den Abgang. Beginnt erst einmal mit einem Gespräch mit Draco, wo Dumbledore ihn bearbeitet wirklich. Dass Draco das, was Voldemort von ihm möchte, dass er ihm sagt, dass er das wirklich nicht tun möchte. Und wo auch nochmal die Ermordungsversuche von Draco als schwach betitelt. Das ist wirklich ein gut geschriebener Dialog, das mag ich sehr, sehr gerne. Und das Ganze ist aber trotzdem irgendwie erniedrigend. Wie dann eben auch die anderen Todesser kommen und sie sich alle so über Dumbledore so ein bisschen lustig machen, sage ich so, Mann, oh Mann, tut das weh. Und dann haben wir natürlich die Szene, wie Snape dann eben kommt, so zu Harry macht. Und Harry denkt, ja Mann, Snape regelt jetzt vielleicht möglicherweise. Und dann kommt Snape da einfach hin. Dumbledore sagt, Severus, bitte. Und Snape sagt Avada Kedavra und tötet Albus Dumbledore. Das ist wirklich krass, weil damit Hogwarts wirklich den Grund, wieso es sicher war, komplett verliert und damit so die heile Harry Potter Welt endgültig zerbricht, nachdem die später hereingekommen sind, nachdem Voldemort zurückgekehrt ist. Jetzt ist Dumbledore weg und Snape scheint auch böse zu sein, so die Lage ist auf einmal komplett aussichtslos geworden. Es ist ein krasser Moment, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich auch schon das Buch gelesen hatte, ich wusste tatsächlich, dass Dumbledore stirbt in Harry Potter. Ich glaube, ich wusste nicht, dass es in dem 6. ist, aber ich wusste es schon mal, schon auf jeden Fall, dass er sterben wird, aber es dann wirklich zu lesen war wirklich krass und ich weiß auch noch, dass ich mir die Szene in so einer ekligen 144p Qualität auf YouTube direkt angeguckt habe, bevor ich den Film gesehen habe, deswegen immer wenn ich mich an diese Szene erinnere, habe ich die direkt in meinen Erinnerungen in 144p parat. So, ich kann mich ein wenig an die HD-Version der Szene erinnern, warum auch immer. Ja, aber krasse Szene, wie er da runterfliegt. Und ja, Ruhe in Frieden, Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Ich hoffe, das war jetzt gerade sein kompletter Name. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und alle Namen richtig hier angewandt. Ich denke mal, über den Masterplan rund um Snape von Dumbledore sprechen wir da jetzt drüber. Ich glaube, die Review ist schon lang genug. Wir sprechen da drüber, wenn es in den nächsten Filmen alles aufgelöst wird. Es war auf jeden Fall wirklich, wirklich stark gemacht. Auch wenn ich glaube, dass auch Leute, die die Bücher nicht kannten, da trotzdem ein bisschen skeptisch gewesen sind. Aber für viele dürfte das auch durchaus funktioniert haben, dass Snape wirklich so endgültig für die auf die Seite des Bösen gewechselt ist. Und es ist wirklich widerlich zu sehen, wie die da dann einfach die Todesser durch Hogwarts gehen, daran allein die große Halle kaputt machen, Hagrids Hütte in Brand setzen und Gott sei Dank war Hagrid da gerade scheinbar nicht da. Puh, das war schon wirklich krass. Und dann wie Harry hinterher rennt, Snape angreift und da frage ich mich wirklich, wieso nimmt eigentlich Bellatrix da dann Harry nicht mit zu Voldemort? Weil klar, sie töten da jetzt Harry nicht, weil das soll schon Voldemort selber tun, aber was hätte dagegen gesprochen, ihn jetzt einfach mitzunehmen so? Weil wenn das passiert wäre, hätte Snape direkt seine Tarnung auffliegen lassen müssen, hätte halt die ganze restliche Handlung nicht mehr wirklich gut funktioniert, sage ich mal. Deswegen wirkt das für mich so ein bisschen erzwungen, dass die Todesser ihn dann nicht einfach mitnehmen, damit Voldemort ihn in Ruhe töten kann, weil es spricht, finde ich, nichts dagegen. Es sei denn, im Buch stand etwas, was das Ganze logisch erklärt, aber für mich ist das so eine kleine Logiklücke, muss ich tatsächlich sagen, dass sie ihn dann einfach liegen lassen. Damit Snape nicht eingreifen muss, damit er sich nicht offenbaren muss, als eigentlich, ja, Dumbledore treu, so, weil wenn das passiert wäre, dann hätte man den Rest der Geschichte quasi vergessen können, dann hätte Voldemort gewonnen. Weil ich meine, Voldemort scheint damit ja kein Problem gehabt zu haben, wenn andere Harry Potter Gefangene nehmen und er kommt dann eben und kriegt dann einfach den Kill. Das war ja im 7. Teil doch, glaube ich, auch so. Dass ja die Greifer Harry und Co. halt eben schnappen und dann, als sie sich recht sicher sind, dass es Harry ist, dass dann Voldemort gerufen wird, so, deswegen spricht er eigentlich nichts gegen. Und das Ganze ist ein Punkt, der mich schon so ein bisschen, was die Logik angeht, stört. Da haben wir halt eben noch das Halbblutprinz-Reveal, dass Snape der Halbblutprinz ist. Und ich höre da immer wieder die Kritik, warum heißt es für Harry Potter der Halbblutprinz? Das hat doch nichts mit irgendwas zu tun. Dem würde ich aber doch ganz entschieden widersprechen, denn Snape ist einfach schon verdammt wichtig für diesen Film. Ich meine, es ist offensichtlich, natürlich, er tötet am Ende Dumbledore, aber mit diesem Film wird auch letztendlich die Handlung
krass aufgebaut, die entscheidend ist, gerade im letzten Film der Reihe. Noch dazu sind Harry und Snape halt einfach, wie man halt auch später erfährt, durch Lily Potter halt eben, weil sie Harrys Mutter ist, weil Snapes große Liebe ist, der bis nach dem Tod halt wirklich treu ist, sind diese beiden Figuren zwanghaft miteinander verbunden. Und dazu ist halt auch Snape durch diesen Halbblutprinz quasi, durch seine Halbblutprinz-Persönlichkeit von damals, damit hauptverantwortlich, dass Harry so ein wirklich starkes Verhältnis zu Slughorn hat, weil er halt eben so gut in Zaubertränke war, was halt eben sehr wichtig für die gesamte Handlung des Films war. Auch wenn das natürlich reines Glück ist, wie Harry an dieses Buch gelangt ist, das ist immer dahingestellt. Aber Snape, beziehungsweise der Halbblutprinz, hatte schon extrem großen Einfluss auf diesen Film, weswegen ich es absolut gerechtfertigt finde, dass der Film so heißt. Und ganz ehrlich, viel cooler kann ein Film auch nicht heißen. Ich meine, fucking Halbblutprinz. Das klingt, finde ich, richtig, richtig cool. Ja, da haben wir noch eine Trauerszene vor Dumbledore, wie alle die Zauberstäbe in die Höhe strecken, was wirklich ein Gänsehautmoment ist, kann man nicht anders sagen. Und dann die letzte Szene, wo herauskommt, dass das Medaillon, für das Dumbledore so fast gestorben ist, kann man, denke ich, sagen, eine Fälschung war von einem gewissen RAB, den wir ja dann, wo wir halt mehr drüber erfahren in den nächsten Filmen. Und dann haben wir noch ein schönes Gespräch zwischen den Hauptfiguren am Ende, womit dann Harry Potter und der Halbblutprinz tatsächlich auch endet. Und was soll ich sagen, ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass ich jetzt nicht komplett im Harry Potter Modus war, um diesen Film zu gucken, aber ich habe ihn geguckt und meine Fresse, ich habe mich so verdammt wohl gefühlt in diesem Film. Also, ich finde jetzt als Fazit mal, dass die ersten zwei Drittel, wo wir das Hogwarts-Leben noch so mit drin hatten, sage ich mal, die haben sich wirklich richtig gut angefühlt, weil das ist das allerletzte Mal, dass wir wirklich richtigen Hogwarts-Content hier von unserem Trio bekommen, weil im siebten sind sie ja nur noch auf der Flucht. Deswegen wirklich, wirklich cool aus der Hinsicht. Und es hat einfach Spaß gemacht, das Ganze zu gucken. War einfach schön. Und das letzte Drittel war halt eben so richtig düster, wie es dann halt eben Heiligtümer des Todes sein wollte in den nächsten zwei Filmen. Und man hatte hier quasi beide Aspekte in diesem Film drin, diese magische Zauberschulenatmosphäre in den ersten zwei Dritteln und diese düstere, bedrohliche Atmosphäre der späteren Filme. So hat man alles in diesem Film hier zusammengepackt und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, ich finde Harry Potter und der Halbblutprinz ist ein wirklich, wirklich guter Film. Der Film war nämlich, bevor ich ihn 2018 nach langer Zeit zum ersten Mal vor Fantastische Tierwesen 2 halt eben rewatched hatte, da war er halt eben, weil ich den am seltensten von allen geguckt hatte und wahrscheinlich auch bis heute habe, war er auf dem letzten Platz, wenn ich sie gerankt hätte. Aber schon damals fand ich den Film besser, als ich in Erinnerung hatte, als ich ihn vor 3,5 Jahren halt zum letzten Mal gesehen hatte, nach längerer Zeit. Und auch jetzt muss ich sagen, ich finde den Film echt wirklich besser, als ich ihn viele Jahre eingeschätzt hätte. Also er ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf dem letzten Platz, wenn ich ein Ranking machen würde. Und ich werde ein Ranking machen von allen Wizarding World Filmen, wo er so oder so nie auf dem letzten Platz wäre, weil es ja noch fantastische Tierwesen gibt, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Aber rein für einen Harry Potter Film war lange Zeit der letzte Platz, für mich ist er das jetzt nicht mehr. Für mich sind die ersten zwei Drittel des Films tatsächlich eine 8 von 10, würde ich sagen. Denn das war wirklich tolle Hogwarts-Atmosphäre, ich bin richtig in den Harry Potter Modus reingekommen, obwohl ich davor gar nicht drin war. Das hat dieser Film wirklich geschafft und deswegen ist für die ersten zwei Drittel für mich eine 8 von 10 gerechtfertigt. Und im letzten Drittel würde ich dann so eine 7 von 10 geben. War immer noch gut, aber ich finde auch, dass man so dann die Punkte so ein bisschen sehr schnell abgefrühstückt hat. Hat sich zumindest für mich so angefühlt. Und als Gesamtwertung würde ich dem Film, das letzte Drittel ja doch sehr relevant ist, würde ich das mal ein bisschen mehr gewichten als die ersten zwei Drittel und dem Film insgesamt eine 7,5 von 10 geben. Ich mag ihn doch wirklich, wirklich gerne und mit jedem Mal gucken eigentlich mehr. Deswegen, ich würde nicht ausschließen, dass der so in 3-4 Jahren vielleicht eine 8 von 10 für mich sein wird. Mal sehen. Aber ja, das war jetzt meine Meinung zu Harry Potter und der Halbblutprinz. Das Video ist mal wieder viel länger geworden, als ich gedacht hatte. Das heißt, es wird auch deutlich später kommen, weil das länger dauert, das zu schneiden mit den Bildern im Hintergrund. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Ganze hier gefallen. Es war nicht allzu schlimm, dass ich wahrscheinlich einen extrem übermüdeten Eindruck gemacht habe, weil ich bin sehr müde. Wir haben es inzwischen 5.15 Uhr. Und ja, mit diesen Worten, Leute, bedanke ich mich fürs Zuhören, falls sich jemand bis zum Ende durchgehalten hat, denn ich war hier heute sehr wirr unterwegs, auf jeden Fall, muss man auch sagen. Und wir sehen uns dann hoffentlich nicht wieder in einem Jahr bei der nächsten Review zu Heiligtümer des Todes Teil 1. Und bis dahin, Leute, sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.